Herzlich willkommen im Nachtcafé. Liebe Zuschauer, hallo. Dankeschön. Viele von uns träumen, liebe Zuschauer, von der langen Liebe. Aber immer weniger Paare schaffen es, auf Dauer glücklich zu sein. Woran liegt das und was kann helfen, wirklich die Liebe auf Dauer lebendig zu halten? Wie die Liebe lange hält, ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und wir begrüßen sehr herzlich Schauspielerin Saskia Fester. Hallo im Nachtcafé. Vor 31 Jahren haben Sie Ihrer großen Liebe das Ja-Wort gegeben und Ihrem Mann versprochen, wir halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch wenn es zwischendurch mal gekracht hat, die Segel streichen, kam für Sie nie in Frage. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Saskia Fester nochmal. Von wegen Langzeitliebe, genau das gelingt der jüngeren Generation überhaupt nicht mehr, sagen Sie, Michael Nast. In Ihrem Bestseller beschreiben Sie diese Generation als bindungsscheu, optimierungssüchtig, kurzum beziehungsunfähig und treffen damit wohl genau den Nerv, denn Tausende pilgern in Ihre Lesung. Guten Abend, Michael Nast. Nast. Bernhard und Magda Bauer, als Sie sich kennengelernt haben, waren Sie gerade mal 20. 50 Jahre später sitzen Sie immer noch glücklich zusammen auf unserem Nachtcafé-Sofa. Aber ein Selbstläufer waren die vielen gemeinsamen Jahre nicht. Wie Sie Liebe und Erotik immer wieder in Schwung bringen, erfahren wir von Bernhard und Magda Bauer. Herzlich willkommen. Auch Sie, Ingo Oberhofer, waren 25 Jahre verheiratet, doch eine Frau allein hat Ihnen nie genügt. Monogamie war und ist für Sie ein Fremdwort. Sie sind bekennender Pascha und leben aktuell unter anderem mit Ihrer, wie sie sich selbst nennt, Sklavin Claudia zusammen. Warum ausgerechnet eine Tasse mit einer Klingel am Henkel eine wichtige Rolle bei Ihnen spielt, hören wir von Ingo Oberhofer. Guten Abend. Viktoria Brahms. In der täglichen Vorabendserie Marienhof spielten Sie die Inge Busch, die in der Liebe ein heftiges Auf und Ab erlebte. Privat jedoch waren Sie über 40 Jahre mit Schauspieler Michael Hinz ein Herz und eine Seele. Bis zu seinem Tod vor 8 Jahren. Ich begrüße ganz herzlich im Nachtcafé Viktoria Brahms. Und Professor Wilhelm Schmid ist bei uns zu Gast. Warum wir alle falsche Erwartungen an die Liebe haben, warum Atmen in der Liebe so wichtig ist und worauf es sonst noch alles ankommt in einer langen Liebesbeziehung, darauf hat Glücksforscher und Philosoph Professor Wilhelm Schmid Antworten. Herzlich willkommen. Frau Fester. Wie die Liebe lange hält, was hat denn Ihr Göttergatte, dass Sie es schon über 30 Jahre mit ihm aushalten? Das frage ich mich auch. Da ist er. Herzlich willkommen auch. Ja, ja, was hat er, was andere nicht haben? Ich kann das gar nicht beantworten. Ich bin einfach wahnsinnig gern mit ihm zusammen. Und das war auch gar nicht mein Plan. Ich wollte nie heiraten und dann noch mit demselben Mann Kinder kriegen. Also das war irgendwie vollkommen fernab. Aber das ist so passiert. Wir sind da so reingerutscht irgendwie. Wenn Sie so vom Dreh kommen und wissen, er ist zu Hause, ist das dann immer noch so ein bisschen also Vorfreude, dass er da ist? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich, ohne Quatsch, freue mich jedes Mal, wenn die Tür aufgeht und er kommt rein. Das ist doch eine Liebeserklärung. Ja, schön. Schön. Ja. Wie viele in Ihrem Bekanntenkreis sind geschieden und getrennt? Oh, viele, ja. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in unserer Branche liegt, das bezweifle ich eigentlich. Aber ja, es ist rundherum eigentlich alles bei uns drumherum mal auseinandergegangen und neue Ehepartner und so. Und wir zwei, wir bleiben irgendwie zusammen. Also, ja. Herr Oberhofer, Sie sagen ja, eine Frau raucht, reicht mir nicht. Er raucht auch. Er raucht auch nicht, genau. Bei Ihnen muss sie rauchen. Eine Frau reicht Ihnen nicht. Ja. Warum glauben Sie, klappt das mit der monogamen Ehe häufiger mal nicht? Ja, also prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, es kommt darauf an, wie die Leute Zeit miteinander haben. Wenn ich natürlich den ganzen Tag unterwegs bin, ja, 8 bis 10 Stunden außer Haus, und komme nach Hause, habe ich nur Zeit für eine Frau. Dann wäre ich auch monogam. Wenn ich natürlich viel Zeit habe, ja, kann ich das auch aufteilen auf Frauen.
Das ist einfach eine zeitliche Geschichte. Ich glaube das ist einfach, auch eine neue Theorie. Es ist einfach eine logische Theorie. Für mich ist das eine ganz logische Kiste, weil viele Leute kommen auf mich zu und sagen, wie packst du das, wie machst du das mit zwei Frauen? Und wenn ich dann frage, was machst du beruflich? Ja, ich bin halt 10 Stunden außer Haus, dann bin ich fertig, wenn ich nach Hause komme, will ich essen, dann nur noch ins Bett fallen und schlafen. Dann denke ich mir, was will der mit zwei Frauen? Der kriegt doch nicht mal eine hin. Herr Nast, Sie haben sich als Autor mit der jungen Generation beschäftigt und kommen zu dem Schluss, das ist die Generation beziehungsunfähig. Ich denke, das wird nicht nur an der Zeit liegen oder an Zeitaspekten. Träumen die jungen Leute denn eigentlich noch von der großen, langen Liebe, wie sie Frau Fischer erlebt hat? Die Leute sind total Romantiker. Tatsächlich. Es ist so. Und es ist das große Missverständnis ist, ja, dass ich diagnostiziere das ja nicht. Sie sind ja Teil. Und ich lege ja auch kein Krankheitsbild auf eine Generation, sondern es ist so, dass die Leute sich oder ihr Umfeld dafür halten, durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also es ist so eine Befindlichkeit, die ich da in diesem Buch beschreibe, sozusagen. Und als ich das geschrieben habe, das ist so einer dieser Texte, Heiner Müller hat mal schon gesagt, es gibt Texte, die sind klüger als ihr Autor. Und dieser, das ist so ein Text, ja. Denn ich dachte, ich beschreibe da so mein Berlin-Mitte-Umfeld, die sind alle so ein bisschen degeneriert auch. Und dann ist da eine Online-Kolumne erschienen. Und plötzlich, da haben nach einer Woche haben 1 Million Leute gelesen und ich habe tausende Mails dazu bekommen aus Dörfern, auch in Bayern zum Beispiel oder so. Und die dann auch mir gesagt haben, du beschreibst unser Leben, unsere Befindlichkeit sozusagen. Wenn Sie von Befindlichkeiten sprechen, hat das ja trotzdem reale Hintergründe, Herr Schmid. Immer mehr wird der Arbeitsplatz gewechselt, immer häufiger wird der Wohnort gewechselt. Passt es da einfach in den Trend, dass wir auch immer häufiger die Beziehungen und die Liebespartner wechseln? Ja, klar. Was sonst soll in der Zeit geschehen, in der jeder ein Handy in der Hand hat und eine bestimmte App sich runterladen kann und jederzeit anderswo hingehen kann? Also wenn das der Trend der Zeit ist, hat die lange Liebe dann bald ausgespielt? Nee. Zeit hat immer Konjunktur. Etwas hat Hochkonjunktur und dann kommt ein Konjunktureinbruch. Und jetzt hat halt Hochkonjunktur die Beziehungsunfähigkeit, aber der Konjunktureinbruch kommt. 20 Jahre und alle sind in festen Beziehungen und können sich nichts anderes mehr vorstellen. So geht Geschichte. Immer rauf und runter und hin und her. Gucken wir doch in Ihre Geschichte. Als Sie sich kennengelernt haben, wie schnell sind Sie da ein Paar geworden? Das hat gedauert, weil wir beide kamen aus Beziehungen und ich hatte überhaupt die Nase voll von Männern und mein Mann genauso von Frauen. Und wir sind beide engagiert gewesen im selben Theater und sind dann in so einem Häuschen zusammengezogen, einfach um Geld zu sparen. Und haben eigentlich die ersten Wochen nur geredet miteinander und Quatsch gemacht. Und mit ihm kann man halt auch richtig schön Quatsch machen, was ich übrigens einen ganz wichtigen Aspekt finde in der Liebe, ist der Humor. Und ja, so ist das plötzlich entstanden. Und irgendwann, weiß ich noch, bei irgendeiner Probe saß ich im Zuschauerraum und wir haben beide gewartet, bis unsere Szene drankommt. Und wir saßen so nebeneinander und auf einmal macht es so, wow, ich krieg richtig Schmetterlinge. Was passiert denn jetzt hier mit mir? Und dann, was passiert? Ja? Da war es da. Ja. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts. Ja, genau so. Ja, genau. Würden Sie sagen, Sie sind ähnliche Temperamente oder eher unterschiedliche Temperamente? Da muss ich erst mal alles fragen. Also ich würde sagen, eigentlich sind wir schon ähnliche Temperamente, weil wir sind beide feurige Menschen und kommunikative Menschen und da knallt es auch. Und das ist auch gut so, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn die Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass ich im Gegensatz zu ihm super chaotisch bin und meine Gefühlswelt immer rauf und runter geht und er ist da so eigentlich ziemlich stabil. Würden Sie schon sagen, auch Gegensätze ziehen sich so ein bisschen an, Frau Brahms? Ich? Ja. Würden Sie sagen, in der Liebe ziehen sich Gegensätze an oder braucht man gemeinsame Interessen? Grundsätzlich kann ich das nicht sagen. Also bei uns war es genau umgekehrt. Wir hätten auch Zwillinge sein können. Also symbiotisch? Ja. Also es gibt sowas und sowas. Ich meine, wo die Liebe halt hinfällt. Es ist ja eine uralte Frage. Ne? Sind es die Gegensätze, sind es ähnliche Interessen? Was passt nun am besten in der Beziehung? Gibt es da überhaupt eine Antwort drauf? Ja klar, beides geht. Beides geht, ja, das ist schon mal. Das bringt uns weiter. Viele Wege führen nach das, oben. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. Ja, kann man das trotzdem noch ausführen? Also wenn man zu weit auseinander ist, was dann? Verliert man sich dann möglicherweise? Die Erfahrung mit der Liebe über so lange Zeiten mittlerweile, bewusste Menschheitsgeschichte, zeigen eins ganz deutlich. Es geht alles, wenn zwei das wollen.
Und das können extreme Gegensätze sein, die können sich die Köpfe einschlagen. Ich kenne Beziehungen, die beruhen auf Hass und die lieben sich. Das funktioniert alles. Das ist sehr anstrengend. Und es gibt andere Beziehungen, das sind symbiotische Beziehungen, was ich mir selber nicht gut vorstellen kann, aber das gibt's und das funktioniert. In der Liebe geht alles und die Schwierigkeit für Menschen besteht daraus, rauszufinden, was es für sie persönlich ist. Und das braucht einige Experimente. Wenn wir beim Temperament sind, muss man sagen, daran mangelt es Ihnen ganz gewiss nicht, übrigens auch nicht als Schauspielerin. Sebastian, du bist der größte Depp, den ich weit und breit kenne. Wer hat denn dir eigentlich ins Hirn geschissen? Ne? Konntest du deinen Schmarrn nicht wenigstens für dich behalten? Wie stellst du denn das vor? Meinst du, die Oma, die marschiert da drum im Himmel in der Telefonzelle und lässt dreimal leiten? Oder fragt dann Petrus, ob sie vielleicht sein Handy haben kann? Ich habe nicht mal gemerkt, dass Friedel sich für mich interessiert. So schüchtern war der. Und sein erster Heiratsantrag, der war so vage, dass ich ihn glatt verpasst habe. Aber geheiratet hast du ihn trotzdem. Ja, das war auch das Beste, was ich tun konnte. Erst danach ging irgendwas schief. Komm, Stuart! Du bist zu früh. Hallo, Theresa. Lass mich bitte rein. Verschwinde. Geht nicht. Wir haben ein Problem. Oh ja, es ist Mitte 20 und heißt Melissa. Das Problem hat sich erledigt. Unseres ist sehr viel größer. Wir sind pleite. Wir sind was? So. Von der Fiktion wieder ins wahre Leben zurück. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Wie wichtig ist es, dass es auch mal kracht? Oder kracht es auch schon mal? Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich finde, in einer Beziehung ist es einfach das A und O, dass man ehrlich ist miteinander. Und wenn man das nicht aushalten kann, dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Beziehung irgendwann sich verwässert und verplätschert und man sich entfremdet und sich nichts mehr zu sagen hat. Wie sieht ihr Krach dann aus? Muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also bei mir kann ich nur sagen, war es umgekehrt. Wir haben nie ein lautes Wort gegeneinander gehabt. Nie. Das habt ihr vielleicht nicht nötig gehabt. Nee, da war ja auch alles in Ordnung. Ja, eben. Aber bei uns war halt so manchmal eine Spannung und dann muss das auch ausgesprochen werden. Und hat die sich dann entladen wie so ein Gewitter auch mit Blitz und Donner und allem? Wie streiten sie? Wie haben wir uns das vorzustellen? Laut. Laut und richtig. Ja, oder? Laut und früher ging dann vielleicht auch mal der eine oder andere Teller kaputt oder und ich habe mich mindestens 10-mal von ihm scheiden lassen, so. Aber das hat dann eben so lange nur gehalten, der Vorsatz, bis er aus der Tür raus war und plötzlich so boom, tat mein Herz so weh und das ging dann gar nicht. Ja. Herr und Frau Bauer, Sie sind 50 Jahre verheiratet, auch erstmal Respekt von uns hier, das ist jetzt schon mal eine Zeit. Aus der Erfahrung heraus, welches Streiten tut gut und welches vielleicht nicht so? Was würden Sie sagen? Wir haben nicht sehr viel Erfahrung im Streit. Wir haben schon ab und zu Diskussionen. Ab und zu, aber meine Frau hat einmal zu mir gesagt, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, in einem Streit, im Überschwang der Gefühle, ich lasse mich jetzt scheiden. Und da habe ich gesagt, pass auf, das ist so ernst. Das sagt man nicht so leichtsinnig im Streit. Überleg dir das bitte gut. Wenn du das in Zukunft sagst, nehme ich an, du meinst es ernst. Und du hast gleich gesagt, meine ich nicht ernst. Muss Streiten gelernt sein, Herr Schmidt? Ja, man sollte sich besser üben darin. Wie streitet man denn richtig? Indem man dem anderen Recht gibt. Sehr gut. Und dann darauf hofft, dass der andere beim nächsten Mal einem selber recht gibt. Und wenn man das einübt, dann kann man auch darauf verzichten, das abzuzählen. Dann kriegt der andere eben fünfmal recht. Aber erstmal schon deutlich sagen, was man selber will. Also ich muss auch dazu sagen, wir streiten eigentlich kaum noch oder eigentlich gar nicht mehr. Also das mit Thema Streit, das hat sich eigentlich
erledigt, weil, alle Teller man schon viele kaputt Dinge, sind. Genau, weil wir kein Geschirr mehr zu Hause haben, ganz genau. Nee, also das ist dann irgendwann, weiß nicht, wir regeln die Dinge jetzt anders. Das ist vielleicht, hat vielleicht was mit Dreifel zu tun. Hormone lassen nach. Genau. Oder die Streithormone lassen nach, ich weiß es nicht. Sie haben ja auch nicht nur gestritten. Irgendwann, eben. Ich glaube nach 2 Jahren Beziehung, haben auch Kinder gemacht. Haben Sie auch vorher schon geheiratet. Ja, das ist natürlich auch immer spannend für uns hier zu erfahren. Ja. Wer hat denn den Antrag gemacht? Wie ist das gewesen? Mein Mann hat mir ungefähr 50 Mal den Antrag gemacht und hat gesagt, würdest du mich heiraten? Im Konjunktiv. Im Konjunktiv. Und nach dem 10. Mal habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, also frag mich das nie wieder oder wir tun's. Aber dieses Würde hat mich irre gemacht. So, und dann hat er also dafür gesorgt, dass wir heiraten in Venedig, hinter meinem Rücken. Ich wusste es gar nicht. Ach, in Venedig? Und also wenn ich jetzt Venedig höre, dann denke ich so an Gondeln, an das Wasser, an leise Musik. War das so romantisch, wie ich mir das vorstelle? Ja, das war so romantisch eigentlich. Aber eigentlich. Nur nicht mein Mann und unser Trauzeuge, mein Bruder, sich den tollen Plan überlegt hätten, dass sie auf dem Weg zum Standesamt, ich war noch im Hübschmachen und so, auf dem Weg zum Standesamt an jeder Bar einen Grappa trinken. Die haben einen gebechert. Das war lustig. Die haben einen gebechert. Ja. Also es ist vielleicht, die Gondelfahrt war sehr lustig, weil dementsprechend in dem Zustand waren die beiden dann auch. Schön. Ein gebechert am Hochzeitstag. Ja. Da war dann wahrscheinlich später auch nicht mehr so viel los. Deswegen hat er wahrscheinlich auch Ja gesagt, weil wäre er nüchtern gewesen, hätte er wahrscheinlich Nein gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, auch wenn, ich weiß ja nicht, wie das dann da abends und nachts war, aber Sie haben 2 Kinder bekommen. Wir haben 2 Kinder bekommen. Wie war das denn eigentlich da, die sind jetzt 27 und 24, wie war das, als Sie noch klein waren? Wie war da Ihre Rollenaufteilung? Weil das ja natürlich auch immer wieder ein Thema ist in Beziehungen. Ja, zum Thema, mein Mann hatte sehr viel Zeit dann. Also er hat dann irgendwann, weil es nicht mehr ging, er hatte selber 2 Läden, 2 Bars, in München und es hat er nicht mehr geschafft, weil ich wahnsinnig viel unterwegs war und nicht da war, Kinder zu machen, in den Kindergarten zu bringen, nachts um 3 aus dem Laden zu kommen, also der war halbtot. Also haben wir das aufgehört und er war dann eine Zeit lang Hausmann, hatte viel Zeit, toll. Hat aber trotzdem nur super. Eine Frau gebraucht. Finde ich toll. So geht's auch. Heute gibt es Applaus. Wenn man sich das aber mal, wenn man das zurückrechnet, das war so Anfang der 90er oder Ende der 80er, gab es damals auch schon Applaus oder musste er sich da noch Sprüche reinziehen? Nee, es war damals noch ein bisschen ungewöhnlich. Also sagen wir mal so, ich wurde immer gefragt, ja, wie geht denn dein Mann damit um, dass er nur Hausmann ist? Und ich so immer, ja, hallo, fragt ihr die Frauen auch, wie gehen eure Männer damit um, dass ihr Frauen nur Hausfrau seid? Also das war damals schon so ein Thema, dass ein Mann entmannt ist auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt mal unabhängig, ob die Frau oder der Mann zu Hause ist, ist das eine Möglichkeit, dass eine Gefahr auch für eine Beziehung entsteht? Dadurch, dass einer nur noch sich auf eins konzentriert? Sie haben auch mal die Schaukel erwähnt als Bild. Eine Beziehung sollte eine Schaukel haben, ja. Ich meine nicht unbedingt eine Nebenbeziehung, aber das ist auch eine mögliche Schaukel. Und ansonsten eine Schaukel zu Hause sein, auswärts sein, was mit einer beruflichen Tätigkeit meistens einhergeht. Oder mal zu Hause sein und dann bei Freunden oder Freundinnen sein. Aber niemals nur am Arbeitsplatz oder niemals nur zu Hause. Ja. Das war sicher das Verhängnis früherer Zeiten, dass viele Frauen dazu verurteilt wurden, immer nur zu Hause zu sein. Das ist tödlich. Mhm. Ja. Es hält auch einfach eine Beziehung frisch. Wir haben auch immer geguckt, dass wir unsere Auszeit nehmen von den Kindern und nicht nur Mama, Papa, sondern auch Mann und Frau sind und haben dann die Kinder bei Opa, Oma geparkt und das hat auch sind dann mal 3 Tage Mann weg. Und Frau zu ja, bleiben. Ja, ja, das muss man machen, weil sonst frisst einen so diese Familienstruktur ja auch auf. Ne? Bei einer Ehe sagt man ja auch in guten und in schlechten Zeiten. Sie hatten vor einigen Jahren auch mal ein Burnout. Was ist da alles zusammengekommen? Ich hatte nicht wirklich einen Burnout. Ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet und war einfach leer gespielt. Mhm. Das wird so ein bisschen hochgehängt. Es hat irgendeiner mich mal gefragt und jetzt kommt es immer wieder. Also, sagen wir, Sie hatten eine Phase, wo Sie überlastet waren. Ja. Das ist ja auch ein Begriff, genau. Den muss man erst mal definieren. Ja. Wie wichtig, und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, wie wichtig ist in so einem Moment, da den Mann zu haben, auch in diesem Er ist in allen Momenten mir wichtig, weil er einfach, erstmal habe ich das Gefühl, er kennt mich besser als ich selber. Das ist schon mal ziemlich gut. Und der dann auch sagt eben, hey, jetzt, du hast so viel gearbeitet, wunder dich nicht, dass du leer bist, wunder dich nicht, dass in dir grau ist, weil wo soll's denn alles herkommen? Der Brunnen ist halt irgendwann mal leer. Ja. Und also er ist da mein Partnertherapeut,
weiß nicht was. Alles. Also alles. Ja, ja, muss ja sein. Ja, wir haben ja auch schon gelernt, es ist auch alles möglich in der Liebe. Also es gibt keine Rezepte in dem Sinne. Aber wenn wir heute reden über das Thema, wie die Liebe lange hält, was hat Ihre Liebe so lebendig gehalten, wenn Sie das in Worte fassen würden? Den richtigen gefunden zu haben, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, vielleicht, weil wir eben nie ein routiniertes Leben, Eheleben hatten, weil ständig ist irgendwas anderes, ständig ist man unterwegs. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich würde sagen, die Chemie. Hauptsache, die Chemie hat gestimmt. In dem Fall hat sie gestimmt, das ist doch das Wichtigste. Ja. Ja. Das hört sich ja gar nicht so kompliziert an. Ja, ein bisschen kompliziert hört sich schon an. Ja, was hört sich kompliziert an? Nee, es hört sich nicht kompliziert an. Es hört sich natürlich auch arbeitsintensiv an. Mhm. Und das ist ja auch die Sache, eine Beziehung ist ja auch Arbeit. Ja? Außer jetzt für dich vielleicht. Aber wie Frau Brahms an. Nein, ich lehne das immer ab, wenn man sagt, das ist eine harte Arbeit, eine gute Ehe zu führen. Nein, so es sind zwei Menschen, es sind ja zwei verschiedene Menschen. Ja? Und sie müssen halt sich aufeinander einpegeln oder einschaukeln. Ja. Insofern ist das schon richtig. Das Interessante, was ich jetzt die ganze Zeit bei euren oder ihren Themen hier gedacht habe, ihr redet ja auch immer über die Liebe. Ja? Und mein Thema ist ja eigentlich, dass die Leute nicht mal schaffen, sich zu verlieben. Richtig, ja. Also diese Gefühle auch richtig zuzulassen. Aber dann erklären Sie uns doch mal, warum das nicht geht. Sie haben sich als Autor, wie gesagt, beschäftigt damit. Sie haben offensichtlich ja auch Nerv getroffen, weil Tausende da zu Ihren Lesungen kommen. Aber erklären Sie uns doch mal, warum kann man sich heute nicht mehr verlieben? Oder warum fällt es schwerer? Weil die Leute halt extrem ich-bezogen sind heutzutage. Also die Leute, also ich will sie total pauschalisieren, aber ich kriege ja sehr viel Feedback und daher das ist schon eine große Schnittmenge. Also man kann schon sagen, das sind schon viele Leute. Die Leute denken halt, wenn sie zum Beispiel in eine Beziehung kommen, nicht in einem Wir, die denken in einem Ich. Ja, die haben sich so, das große Ding ist ja heutzutage das Ich, diese drei großen Buchstaben. Ja, Ich ist auch wichtig. Also ein Wir ist ja schon wieder so ein zusammengebackenes Ding. Das finde ich auch gar nicht so gut. Es sind ja zwei Individuen. Müssen sie auch bleiben, oder? Naja, ich in dem Sinne, dass der Partner, also man hat so einen Lebensentwurf, man stellt sich ja heutzutage so sein Leben zusammen. Ja? Ich trinke die und die Teesorte, das drückt mich ja auch irgendwo aus. Ich höre die und die Musik, ich habe den und den Bekanntenkreis. Und ich habe die und die Freundin oder den und den Partner. Also ist der Partner letztendlich, was hinzugefügt ist. Ja, und in der Liebe, damit es auch richtig Liebe wird, muss ja ein Gleichgewicht da sein. Und das ist nicht so da. Denn ab dem Moment, ab dem Probleme auftauchen, dann erkennt man ja, ob die Beziehung gut oder schlecht ist. Wenn Probleme auftauchen, fallen halt schlechte auseinander und gute bringt die Leute ja noch eher näher zusammen. Und an dem Punkt kommt es gar nicht mehr. Also es gibt so einen Spruch, heutzutage werden Beziehungen beendet, bevor die Liebe beginnen kann. Und das ist offensichtlich so. Ja. Heißt das, man denkt mehr an sein Image und das Bild, wie alles sein soll, als dass man richtig lebt? Ist es das so ein bisschen auch übersetzt? Na, die Leute, ja. Und das Problem ist aber, dass die Leute, das Image war ein gutes Stichwort, die Leute verwechseln oft ihre Fassade mit ihrer Identität. Also sie sind nur am Modellieren dieser Fassade. Optimieren? Optimieren, genau. Das ist wieder die Selbstverbesserung als Selbstzweck. Ja. Aber dadurch passen wir ja super in diese Gesellschaft. Letztendlich ist es so, dass wir diese Bedarfsweckungsgesellschaft, diese Konsumgesellschaft, in der wir leben, so sehr verinnerlicht haben, dass wir halt diese Prinzipien auch aufs Zwischenmenschliche anwenden. Welche Rolle spielen denn dabei die Online-Plattformen, ja, die immer wieder da sind und Online-Börsen, Kontaktbörsen? Welche Rolle spielen die bei diesem Ganzen? Ja, ich glaube, also ich finde, diese ganzen Dating-Apps oder diese neuen Technologien sind ja wunderbare Werkzeuge. Aber ich glaube, wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen. Dating-Apps sind von der Struktur aufgebaut wie Online-Shops. Also dieses Rumswitchen, dieses Überwahlangebot sozusagen von Menschen, die man, also potenziellen, vielleicht sogar besseren Partnern, das ist halt, als die Leute konsumieren Menschen inzwischen. Ja. Da ist es vielleicht doch ein Vorteil, zu der Generation zu gehören, die nicht autochton ist oder wie man sagt, also im Internet schon geboren. Wir wissen noch, wie ein Leben analog geht. Und
können vielleicht deswegen auch besser mit den neuen Medien umgehen, denn wir können sie in dem Maß gebrauchen und für die Zwecke, für die sie wirklich höchst sinnvoll sind. Aber wir können eben auch darauf verzichten. Mich haben meine eigenen Kinder neulich gefragt, sag mal, wie ging so ein Leben ohne Handy zum Beispiel? Naja, ich war mal als Student 3 Monate in Indien. Da gab es kein Handy. Es gab nicht mal die Möglichkeit zu telefonieren, geschweige denn einen Brief zu schreiben. Die Antwort wäre in 3 Wochen gekommen. 3 Monate vollkommen auf sich selbst gestellt. Die Erfahrung können Menschen heute so nicht mehr machen. Keine Nostalgie, keine Frage. Aber an dem Punkt haben wir vielleicht einen Vorteil und Sie haben ganz hundertprozentig recht. Wir müssen erst reinwachsen in den Umgang mit diesen Medien. Und das ist historisch so neu, das braucht Jahrzehnte, um mit denen sinnvoll umgehen zu können. Also wir haben, wenn wir einkaufen gehen, ein riesen Warenangebot. Ja. Und genau so ist es halt bei diesen Dating-Apps auch. Man kann, also Berlin natürlich, also da kann man... Da hast du Tausende von Leuten. Also du kannst immer weiter switchen. Und es gibt extrem viele junge Leute, die in Beziehungen Tinder weiter, beide Partner haben Tinder weiter, ihre Accounts laufen. Und gucken, ob man nicht noch was Besseres findet. Den Spruch, also drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht noch was Besseres findet, den gibt es allerdings auch schon länger. Also was ist da das Neue? Das gab es schon alles. Ich meine, Beziehungsunfähigkeit, also so eine Sachen... Mhm. Oder die, dass die Leute ihre Freunde, Frauen betrogen haben, das gab es ja immer schon. Wie sieht es denn aus? Also Sie beobachten Ihr Umfeld, haben Sie ja gesagt, auch Ihr Umfeld in Berlin. Aber wie sehr beschreiben Sie da auch sich selbst? Sie sind, glaube ich, Single, leben in Berlin. Wie viele Beziehungen hatten Sie bisher? 4. 4. Wie lange haben die gehalten? Also meine längste hat 3 Jahre gehalten. Ja, also da kann ich... Also wenn hier über die große Liebe hier geredet wird, also nach 3 Jahren kann sich sowas entwickeln, ja, aber dann war es halt eine der schlechten Beziehungen sozusagen. Ja, das ist schon krass, ja. Jetzt kann man sagen, Mensch, guck dir an, die junge Generation kann keine langen Beziehungen mehr führen und hier hatten wir früher immer die langen Beziehungen. Aber ist es nicht auch ein Stück Freiheit, Herr Schmid, eine Beziehung beenden zu können? Gab es nicht auch unglaublich viele unglückliche, unfreie Ehen früher? Ja, klar. Wir sollten nicht an alte Zeiten denken, in denen alles wunderbar war. Beziehungen waren Jahrhunderte, Jahrtausende, Zwangsbeziehungen. Alle Beziehungen, Zwangsbeziehungen. Und es ist ein Glück, dass es die Befreiung davon gegeben hat. Das finde ich auch. Nur, absolut. Wir müssen vielleicht langsam realisieren, Freiheit hat 2 Seiten. Und wir leben bisher nur die erste Seite im Wesentlichen. Die erste Seite ist frei von. Ich befreie mich von einem Zwang. Ich bin in der Lage, mich von einer Beziehung zu befreien. Die zweite Seite kommt aber noch. Wozu bin ich denn frei? Das wird die viel schwierigere Seite der Freiheit sein, denn die wird darin bestehen, die vielen Möglichkeiten zu haben, aber nicht alle zu nutzen, sondern den Mut zu haben, eine, meinetwegen 2 oder 3, aber einige wenige, sich dafür zu entscheiden, und sich festzulegen und daran festzuhalten und dann durch dick und dünn zu gehen. Und dafür sind, also dazu sind immer weniger Leute aktuell. Nach Ihrer Prognose haben wir in 10 Jahren wieder ein ganz anderes. Die Konjunktur kommt noch. Gibt's denn was? Ich glaube, das Problem ist mit dem unser Problem ist auch, der Mensch scheitert an so vielen Möglichkeiten. Und wir haben so viele vermeintliche Möglichkeiten durch diese große vermeintliche Auswahl, die ja sicher nur aus diesen schön fotografierten Fotos zusammensetzt, die wir da auf diesen Online-Portalen sehen. Also auch ein totales Missverständnis letztendlich. Ja. Nee, aber es ist einfach so, die Leute wollen nicht mehr verletzt werden. Die denken halt sehr an sich. Und so wie es unsere die Leute, aber Sie? Nee, ich auch. Sie ja, da muss ich jetzt auch mal, also ich muss dazu sagen, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so viel erzähle hier. Also, dazu sind wir aber hier. Nee, es ist halt so, dass ich diese Texte, die ich schreibe, ja, die sind für mich... haben so einen selbsttherapeutischen, also einen Nebeneffekt, ja. Also während ich das schreibe. Und witzigerweise passiert das auch bei den Lesern. Ich krieg sehr oft, also für die ist es halt wirklich ein Mittel, die Perspektive zu ändern und mal ihr Leben aus einer etwas anderen Perspektive. Das reicht schon, da sieht man so viel, was falsch läuft, ja. Und das merke ich hier in der Runde gerade auch. Also da will ich, aber Sie suchen, dass ich für mich, nee, dass ich für mich hier, dass ich hier schon ein bisschen. Aber einmal frage ich jetzt trotzdem noch nach. Sie suchen schon nach dieser Beziehung. Das haben Sie auch angedeutet, suche, nach der langen bleibenden Beziehung. Das ist schon der Traum, der dahinter steckt. Also ich glaube nicht an die eine große Liebe im Leben. Also ich glaube, es gibt
dazu bin ich wahrscheinlich auch zu alt, um das zu glauben inzwischen. Ich glaube, es gibt mehrere große Lieben im Leben. Mhm. Ja, also, und natürlich, ich suche danach. Und könnten Sie sich eigentlich auch vorstellen, mehrere Frauen mal gleichzeitig zu lieben und Beziehungen zu führen? Nee, das ist eine schöne Überleitung zu Ingo. Ja, ganz aber, genau, der sitzt neben mir. Habe ich mir gut überlegt. Ne? Ist gelungen. Nee, ich ist gelungen. Es ist halt so, wenn ich mich entscheide, ist ja eine emotionale Entscheidung. Ich beschließe ja nicht, mich zu verlieben. Es ist dann wirklich eine tief emotionale Entscheidung und da bin ich immun. Also es ist dann wirklich so, wenn ich eine attraktive Frau sehe im Club oder irgendwelche Veranstaltung, kann ich objektiv einschätzen, attraktiv, aber dann denke ich an das meine Herz Freundin. Ist vergeben. Genau. Und ja. Ich, ganz einfach. Wie sagt man, ich winke müde lächelnd ab. Herr Oberhofer, Sie können sich das ja nicht nur vorstellen, sondern Sie machen es ja auch, mit mehreren Frauen Beziehungen zu führen. In Ihrer Hochphase, was waren da, wie viel hatten Sie da parallel am Start? Das hört sich so krass an. Ja? Also in meiner Hochphase, ja, das war... Aber das war dann schon Stress, ja. Das muss ich auch zugeben. Das waren 5 Frauen. Aber das ist jetzt nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Die sieht er dann, fährt mal eben kurz hin und fährt wieder weg. Und das war halt der Stress von der Zeit her, dass so in der Art artete es dann aus. Es war schon so, dass ich mit jeder eine Beziehung hatte. Das heißt, ich wusste genau, wie sie tickt, was sie für Probleme hat, etc. Hab mir den ganzen Schmarrn angehört von ihrem Job und Familienstress, Bekannte, sogenannte Pseudo-Freunde und so weiter. Und natürlich auch die Sexualität, also das volle Programm. Und dann wird die Zeit sehr knapp. Also wenn ich das aufteilen muss, die Zeit für mich plus 5 Frauen und der Tag hat nur 24 Stunden. Wie oft hatten Sie denn das Sex am Tag? Also ich habe jeden Tag Sex, habe ich immer noch. Also ohne das geht's gar nicht. Also sind schon ich habe schon mal was gelesen und das war für mich schockierend von einer jungen, schönen Frau auf Facebook. Die hat das, ich glaube Anfang März hat sie das geschrieben, noch einmal Sex, dann ist Weihnachten. Da war ich schon dabei, ich glaube, ich habe sogar drunter geschrieben, dann habe ich heute Nachmittag wieder Heiligabend. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was ich jetzt da raushöre, was er jetzt gerade gesagt hat, um nochmal wieder zurückzukommen, sonst schweifen wir davon ab. Ich glaube einfach prinzipiell, dass die Leute irritiert sind. Ich höre ja immer von dir jetzt zum Beispiel, das machst du für dich selber zum Finden, wer bist du? Ja? Du schreibst ein Buch, hast aber überhaupt keinen Plan davon, was eine langfristige Beziehung bedeutet, von wegen Verantwortung für diese Person mitzutragen. Genauso höre ich von dir, die Leute lieben sich. Die Frage ist, wer bist du? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit diesen Leuten rede, ich habe ja auch Menschen um mich herum, die mir so einen Scheiß erzählen und die sagen, ich bin, was ich bin und ich weiß ja, was ich will. Dann frage ich, was weißt du? Der rennt auf ein Steak zu und jetzt musst du dir vorstellen, hängen lauter Strippen runter, da sind Pralinen, Schokolade in allen Varianten, Spaghetti, Pizza, der greift mal hierhin, der greift mal dahin und irgendwann ist er satt, der kommt gar nicht bis zu seinem Steak. Ich bin zum Beispiel einer, ich gehe da durch, mir ist das scheißegal, was da für eine Strippe runterhängt, ich suche mein Steak. Sagen wir, ich bin, wer ich bin. Jetzt eben. Wollen wir eben Sie ja kennenlernen. Eben, und deswegen, das wollte ich ja sagen. Genau. Ich weiß ganz genau, was ich bin und was ich will. Wie müssen denn die Frauen, wenn sie wissen, was sie wollen, wie müssen sie sein? Eben, sie müssen verständnisvoll. Ich erwarte Toleranz. Was zum Beispiel auch das Thema ist, was ich erwarte, ist, ich höre immer, der hat mein Vertrauen gebrochen. Betrügen. Das sind so Sachen, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, ja, sehr wichtig, aber... Ich bin zum Beispiel einer, bevor ich Sie jetzt kenne, ich mache jetzt nicht Ihre Frau an. wenn ich Sie jetzt kennenlerne, stelle ich mich vor, meinen Namen, ja, und dann sage ich sofort, ich habe eine, ich liebe die, ich werde die auf keinen Fall verlassen und ich heiße Ingo. Dann haben Sie immer noch die Möglichkeit aufzustehen und zu sagen, das war's. Oder Sie bleiben sitzen und hören sich das eben. Das ist meine Ehrlichkeit. Was halten Sie von den Vorstellungen bisher jetzt? Ja. Ich würde niemanden, und genauso ist es bei ihr, wenn ich jetzt... Das hat sowas von Verarschung zu tun. Nee, das geht nicht, du verarschst dich ja selbst. Aber wenn Sie sagen, Sie erwarten Toleranz, ja. Ja, also die Frau muss auch sagen, okay, mit mehreren Frauen, das ist okay. Ja, haben Sie denn umgekehrt auch die Toleranz bei den Frauen? Wenn das so wäre, wenn eine Frau zu mir sagen würde, Ingo, ich habe noch so viel Zeit, ich könnte mir noch einen neben dir halten, ja, dann wüsste ich habe was falsch gemacht. Ja, das ist schon das Erste. Okay. Dann ist sie nicht ausgefallen. Ich bin auch nicht der Typ, sage ich auch, das ist auch ehrlich, ja? Ich bin nicht der Typ, der sagt Gleichberechtigung. Weil Emanzipation hin oder her, ich nutze die Emanzipation zu meinen Gunsten. Ja? Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, ich bin wie der Löwe. Ich liege da im Schatten, ja, unterm Baum und die Frauen gehen ackern.
Ja, so wie die Löwinnen. Die holen das Zebra, fressen tue ich. Sie sagen ja auch, Sie sind ein Pascha. Bin ich auch. Und da kommt kein Löwe rein. Wie äußert sich das denn, dass, wenn Sie ein Pascha sind, wie äußert sich das zu Hause? Ja, so wie sich das anhört. Ich liege auf dem Sofa, Sie haben genau so eine Tasse mit Klingel? Ich klingel und dann kommt mein Kaffee angerannt. Und so wie deine Tasse. Nee, und das Geil. Ja. Jetzt möchte ich ja schon hier von den Damen mal hören, was sie dazu sagen. Es war ein Fehler, dass ich meinen Mann hier mit in die Sendung genommen habe. Ich kann Schulungen geben. Sie meinen, der hat jetzt Konjunktur. Ja. Aber wenn nicht, sie das so eine Tasse dann noch aber das Gute ist, die Tasse habe ich von ihr gekriegt. Ja? Also nicht, dass ich die jetzt gekauft habe und gesagt habe, hier. Ist doch lustig. Ja, aber suchen Sie dann nicht. Aber wenn Sie sagen, jetzt suche ich hier eine Frau und ich klingel und dann kommen die angetanzt. Ich suche keine Frau. Ich habe noch nie eine. Mehrere. Nein, ich suche überhaupt nichts. Ach, Sie suchen gar nichts. Im Gegenteil. Es fliegt Ihnen zu. Nee, es fliegt mir auch nicht zu. Es ist ja nicht so, dass einem das zufliegt. Aber seien wir doch mal ehrlich, es sind so viele Menschen unterwegs. Irgendwann rennt man in eine rein. Ja, und irgendwann fängt man an, mit einer zu reden. Und irgendwann stellt man fest, sympathisch, passt. Aber wenn ich jetzt losrenne und suche, das ist ja Stress. Aber was mich mal interessieren würde, sind Sie eigentlich verliebt dann auch? Ja, total. In alle fünf zum Beispiel? Ja, aber für mich was. Ja, das ist total anstrengend. Haben Sie Kinder? Ja. Kinder? Ja? Plural. Ja, Plural. So, jetzt sagen Sie mir, eins lieben Sie, das andere rennt nur mit, oder was? Hi. Ha? Alles klar? Ja. Blöd ist er ja nicht. Das haben schon andere probiert. Herr Schmied. Sie haben sich das jetzt so ein paar Minuten schmunzelnd angehört. Ist ein Macho alter Schule? Findet man so oft gar nicht mehr, ne? Das ist völlig uninteressant. Interessant ist, ob das jemand mitmacht. Ja. Genau. Und wenn ja, dann haben wir nichts dazu zu sagen. Ja. Nein, natürlich. Das ist eine Toleranzgeschichte. Absolut. Wenn mir einer erzählt, beispielsweise Sie fetzen sich, Sie brauchen das. Super. Ja, eben. Wenn er mir jetzt sagt, hinter der Bühne, ich bin so eine arme Sau, ne? Dann würde ich sagen, aber wenn sie beide sagen, ich finde das super, passt, das wäre aber bei mir, gibt's das nicht. Ja. Wir reden ja heute auch über das Thema, wie die Liebe lange hält. Wie lange halten dann Ihre Beziehungen? Nochmal, es geht nicht darum, eine Beziehung zu haben, um jetzt in einem, ich sag mal, in einer Akkordzeit hinzulegen, meine Beziehung hat so lange gehalten und so lange gehalten. Ja. Ich frag nur so. Also so meine Beziehung also zum Beispiel zu meiner Frau, die ich immer noch liebe, von der habe ich mich vor zwei Wochen scheiden lassen, aber auch rein freundschaftlich. Sie hat mittlerweile einen festen Freund und ist mit dem zusammengekommen und das war auch okay. Mit dem habe ich auch ein Kind, einen Sohn. Und mit der war ich 25 Jahre zusammen. Sie kümmert sich jetzt auch gerade um meine Hunde. Und meine jetzige Beziehung, die ich auch schon parallel hatte, die habe ich jetzt seit 12 Jahren, kenne ich sie. Seit 4,5 Jahren sind wir fest zusammen. Und davor hatte ich Beziehungen, die sind parallel gelaufen mit meiner Ehe 5 Jahre und 9 Monate, also lang mehr als was du da bringst. Ja, lange Beziehungen. Ja, also, eine Frau, mit der Sie zusammen sind, hat, und die ist auch heute hier, das kann ich schon mal ankündigen, wir kommen gleich auch noch zu ihr, hat hinten auf dem Nacken Ingo Slave tätowiert, was ja heißt Ingo Sklave. Genau. Wofür steht das? Ist das was verstehen Sie da? Ist das ernst? Das ist todernst. Und das Gute ist, sie kam auf mich zu. Also nicht, dass jetzt einer glaubt, ich bin jetzt hingegangen, habe gesagt, ich will dich kennenlernen und du lässt dich tätowieren. Also das war nicht der Deal. Wir haben uns ganz normal kennengelernt, ganz normal, ja, und haben geredet. Sind zusammengekommen, haben eine Beziehung gehabt und innerhalb dieser Beziehung hat sie dann gesagt, ich möchte mich tätowieren lassen. So habe ich gesagt, prinzipiell gegen Tattoos kann ich nichts sagen. Ne? Und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte Ingo Slave haben. Und dann habe ich mit ihr, ich weiß nicht, 8 Wochen lang darüber diskutiert, jeden Tag. Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das bedeutet? Ja? Und ich habe ihr das Schlimmste mal vorgemalt und sie hat immer gesagt, ja, will ich. Aber ja, was will bedeutet das denn? Malen Sie uns das jetzt auch mal vor. Ja, dass sie im Grunde genommen das zu tun hat, was ich ihr sage. Das heißt, ich verfüge über sie, ich verfüge über ihr Leben, ich verfüge über ihren Körper. Und wenn ich sage springen, dann hat sie zu springen und zwar zu jeder Zeit. Und was gibt Ihnen das denn? Gibt Ihnen das Gefühl irgendwie von Macht? Von ja, die Macht habe ich so oder so. Das ist ja. Ja, aber es ist doch für die Frau, es ist so ein bisschen masochistisch, wenn die Frau das. Das ist so egal, wenn sie darauf steht. Das ist egal, ja. Fragen wir sie einfach, denn sie ist heute hier. Herzlich willkommen, Claudia Fischer im Nachtcafé. Frau Fischer. Ist das, was er sagt, so wahr? Also wollten Sie wirklich tatsächlich, freiwillig seine Sklavin sein? Und was verstehen Sie darunter? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wir kennen uns, wie gesagt, seit 12 Jahren. Und zusammengekommen sind wir, als ich 33 war.
Ich hatte einige langfristige Beziehungen hinter mir und bin eine sehr selbstständige, erfolgreiche Frau. Und habe durch die Beziehung mit ihm, durch die Gespräche, durch die Diskussionen, durch die Definitionen über mich selber so viel gelernt, dass ich festgestellt habe, dieses dominante, starke Auftreten ist eine Maske. Es ist eine Fassade. Und wenn man sein Leben so gestaltet, wenn man sich niemanden hingeben kann, dann wird diese Fassade irgendwann ein Selbstläufer. Und dieses Tattoo ist das Bekenntnis für mich selber zu dieser Hingabe, dass ich eine schwache Frau bin. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht hilflos, aber ich will mich fallen lassen können. Ich will mich hingeben können. Ich genieße dieses Gefühl, die Verantwortung abzugeben. Ich stehe nicht darauf, mich erniedrigen zu lassen, prinzipiell. Ich genieße es, jemanden zu haben, der so stark ist, dass er mich, egal was passiert, immer auffängt. Dass er mich hält und dass ich, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und zwar ohne einen Zweifel. Und das ist das, was ich glaube, die meisten Beziehungen heute nicht mehr haben. Dass ich das hundertprozentige Vertrauen in meinen Partner habe. Was haben Sie dafür abgegeben? Also heißt das, es gibt keinen Beruf mehr, es gibt keine selbstständigen Hobbys mehr, es gibt keine eigenen Ziele mehr, es ist alles Ingo jetzt? Oder wie würden Sie uns das erklären? Ich habe meinen Beruf weiterhin, ich habe mein Geschäft weiterhin, es sind noch Berufe dazugekommen. Ich habe jegliche freie Entfaltung, die ich möchte. Also sind Sie weiterhin selbstständig und stark? Ja, dann muss er die Ziele. Also in welchem Bereich geben Sie sich ihm dann hin als Sklave? Nur in den vier Wänden oder was heißt das dann? Mein ganzes Leben, wie ich lebe, wo ich örtlich bin, was von meinen Finanzen her, von meiner Psyche her, von allem. Aber wenn er in der Konsequenz, wie Sie es sagen würde, jetzt ist aber mal Schluss mit Arbeiten, ich will dich zu Hause, mir dauert es zu lange, bis du mit meiner Tasse hier kommst, dann würden Sie es machen? Dann wäre es seine Entscheidung, weil wenn er diese Entscheidung trifft, dann trifft er sie deswegen, weil er für mich das Beste will. Und das ist das Vertrauen, das ich in ihn habe. Wenn ich jetzt, ich habe momentan circa 2 Jobs, vielleicht 2,5, ich arbeite sehr viel. Und wenn er irgendwann an den Punkt kommt und sagt, du arbeitest zu viel, das macht dich kaputt, du hörst jetzt damit auf, dann mache ich das. Und wenn mir langweilig ist, suche ich mir eine andere. Aber dann hole ich sie nicht raus, weil mir langweilig ist. Und was bedeutet jetzt Liebe? Das möchte ich jetzt wissen mal für Sie. Was Liebe bedeutet? Ja, ob da wirklich das nur aus großer Liebe passiert. Das passiert aus Liebe, das ist... Wenn es mich schmerzt, den anderen nicht um mich zu haben. Ich wollte nicht die Definition. Ich wollte nur sagen, ob Sie wirklich so viel Liebe für ihn empfinden. Das, absolut. Ja, dann ist es ja berechtigt, wenn Sie das machen. Was für einen Grund gäbe es denn sonst? Ich bin finanziell unabhängig, ich bin psychisch unabhängig, ich bin jetzt nicht labil in dem Sinne, mehr als andere. Es ist rein nur wirklich das Bekenntnis zu, und das ist hundertprozentig, und das ist so befreiend, wenn man hundertprozentig zu sich selber stehen kann und das auslebt. Das habe ich mit meinem Mann auch. Ich habe nur nicht Robbys Slave drauf. Ja, wir haben es halt beim Namen genannt. Aber ich habe den Eindruck, bei Ihnen läuft auch ansonsten noch ein bisschen was anders, oder? Wie ist das so von Frau zu Frau? Verstehen Sie das? Also ich meine, es ist ganz vernünftig vorgetragen, ganz glaubwürdig auch, ja? Also verstehen Sie das? Also klar, jedes Tierchen sein Pläsierchen, würde ich mal sagen. Also würden Sie das auch so sehen, Herr Schmid? Also fällt das so alles in den Bereich Toleranz aller möglichen Lebensformen? Oder ist, wenn man sagt, ich gebe mein Leben ab, ich bin die Sklavin, ist das eine Grenzüberschreitung? Das ist ja klaren Bewusstseins. Was ist Liebe? Liebe ist eine Beziehung der Zuwendung und der Zuneigung. In welcher Form die geschieht, entscheiden genau zwei Menschen. Ja. Und wenn es mehr als zwei sind, dann eben mehr als zwei. Und ich möchte sogar so weit gehen, in diesem Fall scheinen Gefühle im Spiel zu sein, die müssten nicht mal notwendigerweise im Spiel sein. Wenn zwei entscheiden, die Zuwendung und Zuwendung geschieht allein körperlich, dann ist das körperlich. Und wenn zwei entscheiden, die Zuwendung und Zuneigung ist allein geistig, die berühmte platonische Liebe, dann ist sie geistig. Darüber entscheidet heute nicht mehr die Gesellschaft, und das finde ich auch gut so, das ist nicht mehr eine Moralfrage, sondern das ist die Frage von den jeweils betroffenen Menschen. Setzen Sie denn Grenzen? Haben Sie das Gefühl, also sexuell oder auch mit dem Umgang miteinander, dass es eine Grenze gibt, dass Sie sagen, wenn er das machen würde, dann wäre für mich Schluss? Das ist das Grundprinzip dieser Beziehung, dass ich ihm hundertprozentig vertraue, dass er nie etwas tun würde, was mich verletzt oder mir schadet.
Deswegen muss ich keine Grenzen, er stellt die Grenzen auf. Und ich vertraue hundertprozentig darauf, dass er die Grenzen richtig zieht. Und angenommen, das kann ja immer passieren in Beziehungen, er würde mal sagen, du, das war's. Und sie haben ihm sein Leben, ihr Leben verantwortet. Was dann? Das ist so, wenn ich sage, ich habe ein Kind und ich sage, ich gebe dich jetzt ab, ich will dich nicht mehr. Also das ist... Also ist das so? Dann hört sich es so an, wir reden über die lange Liebe. Das ist dann eine Liebe fürs Leben für Sie? Haben Sie Verantwortung fürs Leben übernommen für Sie? Ja, klar. Ich habe ja auch von Anfang an, ich habe auch zu meiner Ehefrau gesagt, wie gesagt, ich liebe sie immer noch, ja. Und ich liebe auch sie. Ich habe auch zu ihr gesagt, solange du so bist, wie du jetzt bist, liebe ich dich. Wenn sie natürlich jetzt anfangen sollte, sich zu ändern, hat irgendwie Kontakt mit irgendwelchen Leuten. Alles klar, wenn es sowas wie Entwicklung geben sollte. Die Entwicklung hat sie schon hinter sich. Ich glaube, diese Entwicklung, was Sie anschneiden, wir sind in einer Entwicklung drin, die Leute total konfus macht. Ja, wir haben zu viel Entwicklung. Wir haben, wie gesagt, diesen Rauschmarkt, wir wissen gar nicht mehr, wohin. Was will ich eigentlich? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wichtig ist, dass die Person glücklich ist. Meine Frau zum Beispiel, mit der ich jetzt geschieden bin, sie kam auf mich zu und hat mir gesagt, sie ist jetzt unglücklich, so wie es jetzt ist. Aufgrund der Zwänge, gesellschaftlicher Zwänge, eben solche Sprüche von bekannten Leuten um sie herum, wieso lässt sie das gefallen, dies und das, das sind Zwänge. Wenn diese Zwänge nicht wären, wären wir wahrscheinlich immer noch verheiratet. Die haben auf sie so einen Druck ausgeübt, dass sie unglücklich war. Dadurch, dass ich sie liebe und ich das nicht will, dass sie unglücklich ist, habe ich sie ziehen lassen. Ich habe also nicht dagegen angekämpft. Ich toleriere alles, ja, auch wie gesagt, wenn jemand eine Einstellung hat, wenn einer sagt, ich will das nicht, ich mache das nicht, das würde ich nie machen, okay, er sollte nur ehrlich sein zu sich selbst. Warum will ich das nicht? Warum würde ich sagen, das würde ich nie machen? Warum? Weil mir das Leute einimpfen, von wegen, das kannst du doch nicht gefallen lassen, dann bist du verrückt. Ja, wenn, aus dem Grund, wenn ich so reagiere, nur weil die Leute mich beeinflussen, dann ist die Frage, willst du das wirklich oder lässt du dir das aufzwingen? Ich lasse mir einen Scheißdreck aufzwingen. Und wenn einer neben mir so schwach wird, beispielsweise Entwicklung, dass er sich irgendwann das aufzwingen lässt, dann darf er gehen. Der Maurer lässt ein Loch, das ist eine Tür. Eins lassen Sie sich schon aufzwingen. Ich lasse mir gar nichts aufzwingen. Auch Sie werden älter. Das wird Ihnen aufgezwungen. Nicht von der Gesellschaft, sondern von der Natur. Das ist ein ganz anderer Zwang. Und das ist ein Moment der Entwicklung. Gesundheitlicher, körperlicher, das ist was ganz anderes. Lassen Sie Herrn Schmidt ruhig mal ausführen. Ja, das spielt sehr wohl eine große Rolle in Beziehungen. Diese Art von Entwicklung und diese Art von Veränderung, allein durch Älterwerden verändert sich etwas. Und beide sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, in moderner Zeit immer. Begegnen unterschiedlichen Menschen, haben unterschiedliche Tätigkeiten. Das verändert Menschen. Und daran scheitern sehr viele Beziehungen, weil sie keinen Weg finden, eine Veränderung parallel zu vollziehen, in Tuchfühlung zu bleiben bei der Entwicklung. Wenn ich jetzt zum Beispiel körperlich so debil wäre, dass ich jetzt zum Beispiel meine sexuellen Leistungen nicht mehr aktivieren könnte, sodass ich diese Frau befriedige, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dann hat sie auch die Freiheit, ja, diesbezüglich sich woanders auszutoben. Ich würde also nicht hergehen und sagen, pass mal auf, du hast jetzt hier zu bleiben. Ich kann nicht mehr. Ich weiß zwar noch, wie schön es war. Und du hast jetzt auch nicht mehr zu wollen und zu können, weil ich nicht mehr kann. Das geht nicht. Das ist unfair. Ich lasse mir das auch nicht von einer Frau aufzwingen, nur weil sie keinen Bock hat, dass ich jetzt mir einen Knoten reinmache. Wenn ich nicht kann, bitte darf sie. Wenn ich nicht will, umgekehrt, darf sie. Ja? Da ich aber immer kann und immer will, passiert das nicht. Also, Frau Fischer, eins noch. Er kann ganz immer, logisch. Er kann ja, er kann nur weil ja, ich keinen Hunger habe, kann ich ihrem Mann nicht verbieten, ins Restaurant zu gehen und zu essen. Uns ist ganz klar, er kann immer, er will immer und so weiter. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, Sie lieben ihn. Aber macht Ihnen das eigentlich was aus, dass Sie nicht die Einzige sind? Hat es nie. Keine Eifersucht im Spiel? Hat es nie. Ich habe ihn so kennengelernt. Ich kenne ihn so. Ich weiß es zu schätzen. Und diese ganze Beziehung, diese ganze Situation, diese Beziehungen, die er hat oder hatte, die gehören zu ihm dazu. Also liebe ich die auch. Mhm. Ich habe jetzt keine Beziehung zu den anderen Frauen oder auch, ich habe ein freundschaftliches, sehr gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau, ein sehr enges, aber da geht es nicht um uns, es ist dieser gemeinsame Nenner ist er. Ich denke, wir sollten Ihnen auf jeden Fall schon mal danken für diesen ungewöhnlichen Einblick in Ihr Liebesleben, Frau Fischer. Aber noch einmal zu Ihrer Haltung, sind auch Pornoproduzent. Ist dahinter nicht schon so das Bild, ich kann immer, die Frau will immer und ist ein bisschen unterwürfig? Nein, dadurch, dass ich diesen Job ausübe, Pornoproduzent, ja, ist das ja auch, ich sehe das viel realistischer. Ja?
Das wage ich ja zu bezweifeln, dass Pornoproduzenten die Liebe realistisch haben. Nein, den Sex oder das Können, von wegen ich kann immer. Ich höre von vielen Männern, ich kann auch immer. Ja? Und im Endeffekt weiß ich, da kommt nichts bei rum. Ja, weil Realität und Theorie, was wäre ich gern? Das ist so der Vergleich, ich sage das immer, jeder Mensch, jeder Mann, normalerweise jeder gesunde Mann hat zwei Beine. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und wir gucken im Fernsehen Fußball, die Nationalelf, wie die da rennt, da können wir uns nicht anmaßen zu sagen, ja, das könnte ich auch. Ich habe zwei Beine, Ball treffe ich, ich könnte da mitspielen. Da weiß jeder Mensch, da gehört Training dazu. Ja, gewisse, vielleicht sogar Gaben dafür. Und beim Porno denkt jeder, ja, Sex kann ich auch, habe ich auch mal gemacht, will ich. Also ich wäre der ideale Pornodarsteller. Ja. Also ich kann immer, ich bin es eigentlich, ich bin nur noch nicht gefunden. Schwachsinn. Vergiss es, von 100 Leuten, die sich bewerben, können es vielleicht 2 oder 3. Der Rest geht nach Hause und ist erstmal total desillusioniert. Das ist schon mal Fakt. Also die Realität, was Sexualität betrifft, habe ich schon in der Branche kennengelernt. Ich habe auch schon sehr vieles gesehen. Also Sie wissen, was Champions League in dem Bereich ist? Ich weiß, was Champions League ist. Verstanden. Ja. Herr Nass, jetzt sind wir ja gerade dabei, die Dinge auch wirklich beim Namen zu nennen. Sie wollen mich fragen, ob ich nein. Ich wollte erst noch mal auf Ihre Generation. Wenn Sie selbst, können Sie es gerne auch noch ausführen. Nein, aber wir reden über Online und so weiter. Wie selbstverständlich ist Pornokonsum in Ihrer Generation? In meiner? In der Jüngeren? Ja, in Ihrer und in der Jüngeren? Naja, das kann ich eher so beantworten, durch Aussagen, die mir halt so Anfang 20-jährige Mädels oder Jünger halt... Hast du noch nie einen gesehen, oder was? Willst du mir jetzt erzählen? Ich habe noch nie einen gesehen. Ich glaub, das sieht man mir doch an. Nein. Ich kläre dich gleich. Der Bedarf ist riesengroß bei den jungen Leuten gerade. Ja, na, aber auch als Lerneffekt. Ne? Es geht ja vielleicht auch gar nicht darum, um da irgendwie zu unanieren oder so, sondern es ist halt... Darf man das hier sagen? Ja, man darf auch. Die Mädels sagen wirklich zu mir, also das... Mir hat letztens eine Frau gesagt... Da ging es darum, um die Lieblingsstellung, was ihre Lieblingsstellung wäre. Und sie meinte, naja, sie hat keine Lieblingsstellung, weil der Sex bisher immer so scheiße war, dass sie nicht weiß, welche Stellung ihr am besten so viel gefällt. Zu Profis. Ja, aber und diese Typen, und sie meinte, das sind Sportficker. Das sind Leute, die sich sozusagen das so als Gebrauchsanweisung nehmen. Und das versuchen dann umzusetzen. Aber das ist ja nur Leistungssport. Aber das ist ja schon genau, aber sagen, jetzt, ne? um jetzt mal das Thema, ich meine, wir können da noch weiter ins Detail gehen. Aber was ich sagen will, heute reden wir ja, wie die Liebe lange hält. Wir reden ja nicht über Leistungssport. Ja, aber Sex gehört auch dazu. Auch wenn das auch ein interessantes Thema ist. Aber was hat das denn für einen Einfluss auf das Gefühl von Liebe und Beziehung? Wenn ich mir das andauernd anschaue. Na, ich glaube, es ist auch eine gewisse Austauschbarkeit. Denn wenn man es jetzt mal, wie soll man das sagen? Wir wollen ja nicht mehr ins Detail gehen. Ja, wenn Sie es unbedingt wollen, dann... Nein, ich glaube, wenn man sich jeden Tag irgendwie abends im Internet irgendwelche Pornos reinzieht, als weiß ich, wie alt man dann ist, also von den Kiddies, ja. Dann ist es ja in gewisser Weise schon so, als würde man jeden Abend mit einer anderen Person schlafen. Also es ist... Leid, natürlich. Und das ist so eine Austauschbarkeit. So, es ist halt ein Konsum. Wird Liebe austauschbarer einfach für uns? Ja, da müssen wir nicht drüber wegreden. Natürlich ist Liebe grundsätzlich austauschbar. Nur entsteht so keine lange währende Beziehung. Genau. Ich rede hier auch nicht über Liebe gerade. Ja, und das ist ja bei sehr vielen Menschen nach wie vor der Fall. Und dann hat die Beziehung die Sexfrage zu klären. Ich glaube nicht, dass Liebe austauschbar ist. Ich glaube, dass die Beziehungen austauschbar sind. Beides. Nein, weil wenn ich liebe, so wie Sie oder wie ich, die kann man nicht einfach wegradieren. Man kann nicht die Liebe wegradieren. Wenn mir eine Person, die ich jetzt zu Hause habe, so nach dem Motto, es gibt ja diesen schönen Spruch, lieber widerlich als wieder nicht. Ja? Also ich hole mir irgendeine nach Hause, damit ich nicht alleine bin in der Hütte. Und dann arbeite ich, so wie er sagt, Porno 1, 2, 3, die ganzen Stellungen mit der durch. Geht die mir am Arsch, fliegt die raus, kommt die nächste. Das ist eine Beziehung. Die liebe ich aber nicht. Die geht mir, Entschuldigung, am Arsch vorbei. Wenn ich jemanden liebe und der geht weg, Krankheit, gesundheitlich oder sagt, ist es aus, das schmerzt schon.
Ja, das hat der Sex gehört zwar unheimlich zur Liebe dazu, aber das ist ja nicht alles. Wer hätte das gedacht, der Pornoproduzent? Ja, hallo. Ich bin Realist. Ich bin Realist. Wenn wir mit romantisch. Sie haben es ja auch angedeutet. Heute, wie Sie heute sind, glaube ich, haben Sie schon erklärt. Sie haben aber auch gesagt, Sie waren 25 Jahre verheiratet. Wenn Sie so zurückblenken in die Zeit, als Sie Ihre Frau kennengelernt haben, wie Sie in die Ehe reingegangen sind, wie war der Ingo von damals? Wollte der vielleicht auch die eine große Liebe oder war das damals schon klar? Nee, das ist genau das, was ich gesagt habe. Man hat damals zum Beispiel, wir haben uns kennengelernt in der Abiturzeit. Ich habe sogar Abitur als Pornoproduzent. Das hat heute jeder. Ja, habe ich auch gehört. Aber zu meiner Zeit nicht. Pornoproduzent. Wie gesagt, es geht darum, man ist als junger Mann ja, automatisch in einer Phase drin, wo man sich sehr viel von irgendwelchen Leuten sagen lässt. Ja? Und das hast du zu tun, das ist der richtige Weg, das ist genau richtig für dich. Und das sind alles so Sachen, die nimmst du mit. Und natürlich sagst du dir, aber ich will auch so sein, wie ich bin. Und das passt aber nicht zu dem, was die sagen. Also natürlich, habe ich mir auch sagen lassen, man heiratet einmal und man lässt sich nie scheiden normalerweise. Es sei denn, du hast versagt in der Ehe. Solche Sprüche habe ich auch gehört, gerade von der älteren Generation. Also habe ich das immer, aber irgendwie habe ich gemerkt, eine Frau, Claudia sagt das immer, eine Frau ist keine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, die Frau kann nicht alles. Sie haben übrigens gesagt, geprägt von der älteren Generation, wie sind Sie aufgewachsen? Ja. Also Sie sind heute sehr dominant, wie waren Ihre Eltern? Also mit meinen Eltern, meine Eltern waren, ja. Vermutlich sehr streng mit Ihnen. Extrem, ja. Also was ich so mitgekriegt habe, was meine Mutter so beiläufig mal irgendwann erzählt hat, war, dass sie mich schon als Säugling verprügelt haben, weil ich irgendwann mal geschrien habe, weil ich keine Milch bekommen habe oder was, keine Ahnung. Also wenn irgendwas war, habe ich meine Schläge gekriegt. Also man hat mir das schon damals versucht einzutrichtern, du musst das so machen, wie ich es dir sage. Solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, etc., tust du das, was ich dir sage. Deshalb können Sie heute nicht leiden, wenn man Ihnen was erzählen will? Ich bin ausgemustert worden beim Bundeswehr, weil ich eine niedrige Frustrationstoleranz habe. Also auf Deutsch, das ist aber süß ausgedrückt. Ja, das hat der Arzt so ausgedrückt. Ja, ich habe auch gefragt, wunderbar. Was heißt das? Und dann hat er gesagt, Ihnen gibt man keine Waffe in die Hand. Geschweige denn, stellt man Sie dann vor den Schießstand und schreit Sie an. Ja, von wegen Oberhofer, du Volltrottel. Und ich habe die Waffe in der Hand und der sein Mundwerk. Also, dann kann es passieren, dass er dann weg ist. Ne? Aber bei mir war es halt so, wenn man mit mir redet, in der Diskussion habe ich überhaupt kein Problem. Man kann ja auch seine Meinung kundtun. Also da hat keine Angst. Also ich habe jetzt nicht so eine niedrige Frustrationstoleranz. So niedrig ist sie dann doch nicht. Was ich nicht mag, ist, wenn einer nur auf Beschimpfungen oder Kommandos, ja, von wegen, du bist doof, weil du doof bist. Das ist für mich keine Begründung. Ja? Oder du hast das zu tun und dann mit dem Finger auf mich zu zeigen. Da habe ich eine Allergie. Ja. Also man kann mit mir normal reden, das ist kein Problem. Wir haben ja jetzt lange über Beziehungen, über die junge Generation, über unterschiedliche Vorstellungen von Liebe geredet. Kommen wir zu Ihnen, Herr und Frau Bauer. Wie lange sind Sie denn jetzt genau zusammen? Also wir sind jetzt knapp 51 Jahre zusammen und seit 50 Jahren verheiratet. Erst vor einigen Wochen war unser goldene Hochzeit. Wunderbar. Sie beide haben einen Weg gewählt, auch Ihre erotische Dimension weiterzuentwickeln, der bei einigen Ihrer Freunde nicht so gut angekommen ist. Trotzdem fangen wir mal am Anfang an. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt in der Innenstadt in Wien. Hatte es damals das Tanzlokal gegeben, das hatte Denny geheißen. Und ich war mit meiner Freundin des Öfteren dort, zum 5-Uhr-Tee damals. Wir hatten wenig Geld. Und da saß ein junger Mann, das jetzt mein Mann ist. Und da habe ich so gesagt, naja, der würde mir gefallen. Und das war ein bisschen schummrig und die Leute sind, und man denkt, hoffentlich sitzt er noch dort. Jedenfalls habe ich zu meiner Freundin gesagt, den will ich oder keinen. Und das hat sie mir erst bei der goldenen Hochzeit gesagt. Ehrlich, so lange haben Sie es. Ja, und wie war es umgekehrt? Haben Sie ihr denn schon erzählt, wie es umgekehrt war? Ne, wir waren ja
von der ersten Minute an verliebt eigentlich. Er hat mich dann endlich zum Tanzen geholt, endlich. Ja, und dann und ab diesem Moment haben wir uns kaum mehr getrennt. Schön, schön, oder? Das hört man gerne. Das geht. War das denn für Sie beide auch die erste große Liebe? Wenn Sie das die erste große, ja. Ja. Also Sie hatten schon eine gewisse Erfahrung, ja, aber da hat es dann richtig eingeschlagen. Ja, richtig, wir waren ja noch sehr jung. Es war ein Blitz. Ein Blitz. Wie aus heiterem Himmel, mehr oder minder. Hatten Sie dann eine wilde Zeit oder wie war das? Oder, ja, natürlich. Ja? Ja? Erzählen Sie mal ein bisschen. In der Jugend hat man wilden Sex. Und im Alter dann sanfteren, vielleicht genussvolleren. Ja, genau. Man macht auch hier eine Entwicklung durch, natürlich. Ja, und Sie, ja, Sie haben auch relativ schnell ja geheiratet. Ne? Ja, wie lange war das nach Ihrem Kennenlernen? Ungefähr 4-5 Monate. 4-5 Monate. Ja. War das klar oder warum war es so was normal? Ob wir jetzt später geheiratet hätten, in einem Jahr oder zwei Jahren, wäre vollkommen wurscht gewesen. Ihm war klar, der ist es eh. So ist es, und dann ziehen wir das durch. Ja. Was hat sich dann durch die Kinder bei Ihnen verändert? Wir haben nur einen. Ah, nur ein Jahr, genau. Einen Sohn. Ja. Was hat sich durch Ihr Kind für Sie verändert? Wir hatten damals eine sehr schwierige Zeit. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass unsere Ehe bis dato so lange und gut verlaufen ist. Wir mussten sehr zusammenhalten, um uns eine Existenz aufzubauen. Das kam dann das Kind relativ bald. Mhm. Und wir hatten wirklich eine sehr schwierige Zeit. Mhm. Und wir glauben, dass das ein Geheimnis vielleicht ist, denn in dieser Zeit, da gab es nur Zusammenhalten oder Untergehen. Eine andere Möglichkeit gab es dann. Das gab es damals nicht. Und wir hatten kaum eigentlich Unterstützung von niemandem. Wir waren wirklich auf uns allein gestellt. Sie waren einfach als Zweiergemeinschaft die Einheit, die wichtig war. Ja. Zusammen aufwachen, zusammen ins Bett gehen und dazwischen auch möglichst viel Zeit verbringen. Ja. Was hat dieser, ich höre da so ein bisschen auch raus, Druck oder Sie müssen... Das war schon ein Druck, ja. Was hat das jetzt für einen Einfluss gehabt auch auf die Liebe oder auf das, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, auf Erotik und so weiter? Wurde das da auch teilweise überlagert dann davon? Ja, aber in jungen Jahren ist der Trieb noch derartig stark, dass man das sowohl ein gutes Sexleben haben kann, als auch eine schwierige Zeit beruflich und finanziell. Damals. Aber wann hört das junge Leben auf bei Ihnen? Ja, das junge Leben hört dann auf, wenn man keinen Sex mehr hätte, wahrscheinlich. Also dann, tot. Glaub, ist man vielleicht, ja. Und wann haben Sie gemerkt, dass irgendwie die erotische Beziehung jetzt vielleicht nicht mehr so ist, dass Sie sagen, Mensch... Ja, sicher gibt es auch Flauten, das gibt es in jeder Ehe, denke ich mal. Ja, wir haben das zuerst auf das Alter zurückgeführt. Ja. Das hat dann begonnen, weil sich mit über 60 vielleicht nicht, dann spricht man auch mit Freunden und sagen, wie ist das bei euch? Und dann sagen die, ja, Sex in eurem Alter, in unserem Alter, das ist doch schon unanständig fast, ja. Und trotzdem wollten wir das nicht wahrhaben, ja, weil wir uns erinnert haben an unsere gute Zeit. Einmal waren wir eingeladen zum Grillen und dann sind wir aufgestanden, habe ich gesagt, ja, warum geht ihr denn schon? Sag ich, wir gehen Liebe machen. Was? War ein Schock direkt. Der war ganz entsetzt. Und nach, ich glaube, 46 Ehejahren gab es dann für Sie auch noch mal ein Schlüsselerlebnis. Sie waren im Teneriffa-Urlaub. Ja. Und was ist da genau vorgefallen? Ja, mein Mann hat schon geschlafen und ich habe eine Reportage, ich weiß nicht, ich glaube schon 11 Uhr nachts war es schon, über einen Swingerclub angeguckt. Oh, ich wusste zwar schon, dass Swingerclubs gibt, aber... Wie, was, wann? Keine Ahnung. Der Herr wird es vielleicht besser wissen. Ja, und dann? Naja, und das guckt, man denkt, nein, das muss. Ich wollte meinen Mann nicht mehr wecken, aber nächsten Tag, wir führen jeden Tag Frühstücksgespräche. Mhm. Unter anderem wird auch über Sex, über den Alltag, über alles gesprochen. Das machen wir schon immer und jeden Tag. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir sprechen sehr viel. Und durch das Sprechen, es ist ganz, ganz wichtig für eine Ehe, dass man sehr viel spricht. Sie nicken so, diese Rituale? Ja, das stimmt. Ja? Das ist eins der Geheimnisse. Ja. Ich nenne das blaue Stunden, aber Sie haben es vorverlagert in die frühen Morgenstunden. Ja, machen wir. Die meisten werden es vielleicht eher am späteren Abend schaffen, vielleicht, mit einem Glas dabei. Ja. Aber Stunden zu haben, in denen einfach das Gespräch hin und her geht, plaudern über alles Mögliche. Über alles. Wir plaudern über alles. Um mit dem anderen in Tuchfühlung zu bleiben, in Berührung zu bleiben. Machen Sie das auch oder haben Sie das gemacht? Nee, ich möchte nur gerne wissen, ob Sie denn in den Swingerclub gegangen sind. Ja, ja.
möchte ich doch wissen, oder? Ja, natürlich. Also, treiben wir die Geschichte voran. Ja. Also, wie ging es dann weiter? Erzählst du? Ja, meine Frau hat mich dann gefragt, was Swingerclubs sind und was dort geschieht und so weiter. Ja. Das ist ja auch eine Phase. Das ist nicht von heute auf morgen. Nein, nein, nein. Da spricht man und am nächsten Tag wieder. Man muss überhaupt für diese Gespräche, wenn sie sich um Sex drehen, eine sehr gute Antenne entwickeln. Ja? Man kann nicht den Partner überfordern und sagen, jetzt will ich über Gruppensex und Swingerclub sprechen, wenn der Partner oder die Partnerin nicht dazu bereit ist. Man muss Feingefühl haben. Und das hat sie gemacht. Sie hat Feingefühl. Ich habe das Feingefühl aufgebracht und habe gewusst, ich darf jetzt heute nicht weitergehen und nicht weiter erklären. Aber vielleicht setzen wir am nächsten Tag fort. Und ich weiß auch, dass sie oft zu etwas Nein sagt und überlegt dann ein, zwei Tage. Ich bin ein Spätzünder vielleicht. Vielleicht, ja, wie das weitergeht. Und so haben wir das entwickelt. Und es ging dann so Schritt für Schritt weiter und irgendwann haben Sie dann entschieden, wir gehen jetzt da mal gehen wir. Und haben Sie das lange ausgewählt noch oder haben Sie geguckt? Ja, wir haben schon gesucht. Heute kann man überall Informationen bekommen. Ja. Nicht in Wien wahrscheinlich. Aber wir waren in Wien auch schon. Wir waren in Wien. Mehrere schon. Ihr seid jetzt richtig Swingerclub-Profis. Nein. Aber ich denke, das war man nicht. Frau Brahms möchte jetzt nicht nur wissen, ob, sondern auch wie es so war, oder? Naja. Nein, das ist nicht. Nein, weil wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte viel Geld verwertet, dass Sie das nicht gemacht haben. Ja. Also ich finde es ja bewundernswert. Ja, dann erzählen Sie uns doch mal, wie das so war. Sie kommen dann in diesen Swinger, nur dass wir es so ein bisschen nachvollziehen können. Wie war das? Ja, zuerst muss man mal ein bisschen gehemmt natürlich. Man achtet, beim Eingang ist vielleicht da jemand, den wir kennen, der auf da vorbeigeht und ist es ohnehin dunkel genug beim Eingang und so. Aber mit der Zeit, nach ein, zwei Besuchen gewinnt man eine gewisse Sicherheit. Wie ist denn da die Atmosphäre gewesen? Super. Ja, wie beschreiben Sie die mal? Super. Wir gehen an die Sicherheit. Wie in einer Bar. Ja. Und wie waren Sie gekleidet so? Also ja, schon ein bisschen sexy natürlich. Mhm. Ja. Das muss ja sein. Ja, ja. Nicht, aber nicht nackt und so weiter. Ja. Und dann kamen Sie auch ins Gespräch mit anderen, die da waren? Wir sprechen so, wie wenn man... Wie wenn ich mit Ihnen sprechen würde jetzt. Ja. Ganz normal über Urlaube. Über alles und Mögliche. Man kann sich sehr gut unterhalten, ohne dass irgendetwas Sexuelles dabei geschieht. Gar nichts. Also war das dann auch am Anfang eher so ein Gesprächsabend oder lief da auch was? Naja, es war ein Gesprächsabend in erster Linie, aber... In zweiter lief. In der zweiter Linie war das dann. Ja, ja. Nein, wir hatten nicht Sex mit anderen dort, ja. Ach so, aber zwar wohl wir. Das muss man mal alles. Das ist ja alles eine Entwicklungsphase. Dann geht's ja. So. Man wird ja nicht sofort zum Partnertauscher, nicht? Man muss ja auch selbst ein bisschen sondieren, was einem gefällt und was man vielleicht machen würde. Deswegen haben wir in unserem Buch, das ja übermorgen erscheint, auch festgelegt. Und haben uns Grenzen gesteckt auch. Ja? Erstens. Wir uns selbst haben gewisse Voraussetzungen uns vorgenommen, an die wir uns halten, sozusagen eine Art Regeln. Nicht? Was waren das denn für Grenzen? Erzählen Sie mal. Also zum Beispiel, es darf nur jeder das machen, was auch dem anderen Partner gefällt. Also wir wollten keine, sozusagen, es sollte keiner Lust empfinden auf Kosten eines anderen. Das wollten wir nicht. Es soll alles ihr gefallen und es sollte mir gefallen, ja. Wir wollten keinen Analsex, auf gar keinen Fall. Das waren so Prämissen. Und es muss alles freiwillig geschehen, natürlich, ja. Also schon sehr strenge Regeln. Wie war das denn, als Sie dann anderen davon erzählt haben? Also ich stelle mir jetzt vor, Sie sitzen da vielleicht beim Kaffeekränzchen oder so. Haben Sie da auch sensibel einfließen lassen? So, ach übrigens, ich war mit dem Bernhard kurz mal im Swingerclub. Das haben wir noch niemandem erzählt. Nein. Aber Sie wissen schon, dass Sie heute Leute sind. Sie haben das noch niemandem erzählt. Sie sollen das im Buch nachlesen, wenn Sie es interessiert. Ja. Verstehe. Ja, also wir haben nur gesagt, es ist ein Buch, ein anzügliches Buch, das sehr offen geschrieben ist. Ja. Und das hat manchen schon gereicht. Wie ist das denn mit Ihrem Sohn? Haben Sie dem das schon mal angedeutet? Der weiß, dass es dieses Buch bald gibt? Ja, das war ein bisschen ein Problem. Ja, okay. Aber ja, die jungen Menschen sind da sehr zurückhaltend in diesen Dingen. Keusch. Komm, hilf. Er hat gedacht, er muss uns im Haus helfen, irgendwas schleppen oder was. Und dann haben wir ihn hingesetzt, haben
Einfach mal gesagt, wir haben ein Buch geschrieben. Oh, super. Ach schön, wahrscheinlich super, über irgendwas Kulturelles. Ich bin ja stolz auf euch. Ja. Sag bloß, wo habt ihr denn den Verlag her? So schnell und bababa. Und dann haben wir es ihm gesagt. Dann hat er etwas geschluckt, aber er hat gesagt, trotzdem, ich freue mich für euch. Wie alt ist er denn? Na, der schon, wird schon 50. Ja, wir sind ja schon 70. Wir sind ja schon 70. Meiner ist 18. Dann wäre das anders. Aber er hat gesagt, lesen werde ich es nicht. Ich würde das von jedem lesen, aber nicht von meinen Eltern. Das kann ich verstehen. Das sehr fair. Deswegen haben wir ihm auch nicht mehr über den Inhalt erzählt. Er wird es nicht lesen. Würden Sie sagen, dass das Ihr Leben jetzt einfach auch spannender gemacht hat? Über den ersten Besuch hinaus entwickeln Sie das jetzt weiter? Auf jeden Fall, prickelnder. Wir, vor allem unsere Gespräche führen wir weiterhin. Und es muss ja auch nicht alles gleich in die Praxis umgesetzt werden. Es ist auch schön, die Fantasie leben zu lassen und zu sprechen. Und sich jeden Tag auf ein neues Gespräch. Da gibt es ja viele Anlässe. Nicht? Und wenn Sie jetzt aus Ihrer ganzen Lebenserfahrung, aus diesen 50 Jahren Beziehung sagen würden, wie die Liebe lange hält, was kann dazu beitragen, eine Liebe lebendig zu halten? Sprechen, sprechen, machen und sprechen. Und Sex haben. Ja, Moment. Moment, so weit sind wir noch nicht. Sprechen. Dann die Wünsche des Partners oder der Partnerin versuchen zu eruieren und dann möglichst diese gemeinsam umzusetzen. Das ist unsere Devise. Wobei wir sagen müssen, wir haben sicher Glück gehabt. Das ist ein ganz großes Glück, wenn man auf Anhieb einen Menschen findet, wie wir beide uns gefunden haben. Das passiert nicht jedermal. Nee. Also wir haben schon Verständnis, dass eine Beziehung auch nicht ewig vielleicht jede hält. Ja. Aber es sind gewisse Voraussetzungen, eben dieses Gespräch, das man unbedingt führen muss. Also deswegen kann ich auch nicht verstehen, nur eine platonische Beziehung zu haben, wie Sie sagten, oder nur eine sexuelle, sondern der Mensch besteht ja aus Körper, Geist und Seele. Und unsere Beziehung ist auf allen diesen drei Ebenen. Und deswegen ist sie auch harmonisch und deswegen ist sie wahrscheinlich auch langlebig. Das habe ich aber vorhin auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist viel komplexer. Wir gehört alles dazu. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben diese Gesprächsebene, auch über diese erotischen Themen zu reden. Ist das nicht aber ein Problem, auch manchmal in der Generation, dass da oft die Worte fehlen, um über Sexualität zu reden? Das liegt nicht an der Generation. Das ist das Problem fast aller Beziehungen. Das habe ich lange vermutet. Mittlerweile gibt es dazu auch eine langjährige Untersuchung. In den ersten 9 Monaten geht, was Sexualität angeht, so gut wie alles. Und dann geht es bergab. Und zwar dermaßen, dass nach 10 Jahren kaum noch ein Paar überhaupt Sex hat. Deswegen richtet sich unser Buch nicht an die Alten. Das können sich manche nicht vorstellen. Na, auf keinen Fall. Aber das eine ist die individuelle Erfahrung, das andere ist das, was im Allgemeinen passiert, also bei sehr vielen. Und ich bin froh, dass das mal ans Tageslicht kam, weil nur dann kann man es auch angehen. Sonst denkt ja jeder nur für sich, nur bei uns ist das so, bei allen anderen ist es anders. Aber Sexualität, Sex ist das Problem schlechthin, und zwar deswegen, weil nach anfänglicher Übereinstimmung die beiden auseinanderdriften. Und der eine möchte noch Sex und der andere möchte keinen. Oder der andere möchte mehr und der andere möchte weniger. Und in früheren Zeiten gab es Zwang. Die Frau hatte zur Verfügung zu stehen. Diesen Zwang gibt es nicht mehr. Daraus folgt aber eine Notwendigkeit. Die beiden müssen eine Lösung für sich finden. Die kann heißen, einmal an Ostern und dann wieder bis Weihnachten einmal. Aber die kann auch heißen, jeden Tag. Weihnachten ist öfter manchmal. Die Bandbreite ist offen. Aber die zwei müssen was finden, was zu ihnen passt. Sie haben am Anfang gesagt, Frau Brahms, Sie mögen diesen Begriff ja nicht, man soll an Beziehungen arbeiten. Aber ich höre ja schon raus, Gespräche führen, diesen Kontakt behalten, das kann auch wichtig sein für das erotische Miteinander. Ist das jetzt wieder so ein Punkt, der schon wieder fast zu kompliziert ist? Also zu reden miteinander? Da dran zu bleiben, daran in Anführungsstrichen zu arbeiten, wenn ich doch diese Liste von Bildern vor mir habe, den Katalog, und da knistert es gleich wieder? Also ich finde reden, also kann ich jetzt nur von mir, nur für mich reden, das war immer wichtig. Also in meinen Beziehungen sind mir auch Gespräche sehr wichtig. Aber ich habe jetzt die Frage. Ich wollte sagen, ob in der Generation, die einfach immer die Fotos vor sich hat, das nicht der schnellere Weg zu einer Erotik ist, als wenn ich jetzt lange arbeite und in der Beziehung bleibe und versuche, da immer weiter zu wachsen. Naja, also was
ich festgestellt habe, klingt jetzt ein bisschen krass, aber ist, dass die Leute mehr im virtuellen Bereich zum Beispiel auch offener sind. Also wenn die über WhatsApp, also 2/3 der Teenager halten eine WhatsApp-Konversation für wichtiger als ein persönliches Gespräch, weil die sich in diesen Konversationen mehr öffnen können und auch mehr tiefer gehen. Ja, und mir kommt das so vor das ist, wie bei den Kochbüchern. Je mehr Kochbücher es gibt, je weniger wird gekocht. Das ist ungefähr schönes so. Bild. Je mehr Sex im Internet, je weniger wird vielleicht möglicherweise gemacht. Da kommt das Internet oder der Sex als Ersatz unter Umständen. Und Sie haben gerade aber auch so kurz gesagt, Sie wollen damit eben nicht nur Ihre Generation erreichen, sondern auch die Jüngeren. Weil der Herr Schmidt ja gemeint hat, das passiert nach 10 Jahren Ehe schon, dass das Sexualleben sozusagen 10 versandet. Monate. Nee. 10 Monate. Oder vielleicht auch 10 Monate. Wie immer auch. Ja. Und da muss man einen Weg herausfinden, wenn man eine stabile Beziehung aufbauen will. Und wir haben gezeigt, es funktioniert. Frau Fester, reden Sie denn auch immer mit Ihrem Partner darüber, was Sie gerne noch hätten, aber noch nicht haben oder so? Ja. Ab und zu? Ja, ja, natürlich. Also Sie wollen dieses Repertoire auch schon immer wieder auffrischen? Nein, es geht eben darum, dass man spricht und dass man dadurch weiß, wo steht der andere und dann hinhört und ja, den Weg versucht, gemeinsam zu finden. Genau. Aber das hört sich so nach Arbeit an, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist ja auch ein Bedürfnis. Das soll ja auch eine Freude sein. Ich unterhalte mich gerne mit ihm. Und damit achte ich auf meinen Partner, wenn ich zuhöre. Nicht? Damit achte ich ihm und gebe ihm eine Bedeutung. Ja? Ja, höre hin, also was er sagt. Also das macht ja auch Freude zu sprechen, also finde ich. Es ist keine Arbeit. Man muss es wollen. Also ja, so, man muss halt mit denen. Ja, wir meinten ja andere Sachen. Also ja, eben, genau. Arbeit in einer Beziehung. Ja. Es ist ja wunderbar, dass Sie diese große Liebe leben und auch Sie jetzt schon so lange mit Ihrem Partner zusammen sind. Das eine ist natürlich, diese Liebe gefunden zu haben, aber es ist natürlich auch die Frage, was ist, wenn einer der Partner nicht mehr ist? Sie haben eine lange, innige Beziehung gelebt, muss innigste man sagen. Überhaupt. Ja. Innigst. Ja. Mit dem Schauspieler Michael Hinz. Ja. Er lebt leider seit 8 Jahren nicht mehr. Ja. Wie sehr fehlt er Ihnen einfach? Es ist erstmal die erste Hälfte, ist die eine Hälfte ist weg, weil wir waren eine Einheit. Also das gibt es auch nicht. Manchmal denke ich, wenn ich das jetzt so höre, ich bin doch irgendwie ein Alien oder sowas. Aber es ist trotzdem so, dass ich jetzt mich jeden Tag freue, aufzuwachen, weil ich 41 Jahre lang eine Beziehung hatte, die also so verrückt und herrlich war. Aber ich muss dazu sagen, wir haben, das war der zweite Anlauf, ja, also wir waren beide schon in festen Beziehungen. Wir hatten unsere wilden Zeiten als 68er, die hatten wir alle schon selber für uns abgearbeitet, weil wir sind ja nicht als Schwäne geboren, das ist nun mal so. Also wir sind schon als reife Personen, wir waren noch jung, aber wir haben unser Leben... Erfahrungen gehabt. Viele Erfahrungen gehabt und dann, ja... Und dann plötzlich kommst du dahin und... Sie haben sich kennengelernt, muss man sagen, bei Dreharbeiten für eine ZDF-Familienserie, Hauptstraße Glück. Ja. 1968, eine der ersten Farbfilme. Das war überhaupt die erste, also im letzten Jahrtausend, ne? Ja, klar. Sie lange ist das her. Sie waren die junge Biggie, er war der Gustav und sie waren beide verliebt. Was sie für Augen hat, blau sind sie und übersät mit kleinen braunen und grünen Töpfelchen. Was soll ich bloß sagen? Er glaubt bestimmt, ich bin auf den Mund gefallen. Oh, und ausgerechnet heute sitzt meine Frisur nicht. Hoffentlich merkt er es nicht. Eigentlich ist sie nicht mein Typ. Aber wenn man so kühl aussieht, auf diese geheimnisvoll verlockende Art... Da begegnete mir ein kleines Mädchen. Die hatte ein Lachen wie ein Harfenglissando. Und nur einen 100-Markschein. Und der Schaffner war furchtbar böse, weil er nicht wechseln konnte. Und dann kam ein höflicher junger Mann und zahlte für das Mädchen. 50 Pfennig. Die beste Investition meines Lebens. Wie ist das, wenn Sie das so sagen? Das ist das erste Mal, dass ich ihn mir auf der Leinwand so angeschaut habe seit dem Tod. Meine Kinder haben schon öfter andere Filme von ihm angeschaut, aber okay, das war wunderbar, dass es so war. War das? Wir haben uns kennengelernt da und waren beide, wie gesagt, in einer festen Beziehung und es hat einfach
Es ist eine Bombe eingeschlagen. Auch gleich so, wie man das gerade gesehen hat, so beim ersten Gucken schon? Oder? Na, Gott sei Dank hat man das nicht alles gesehen, was dann schon wirklich passiert war. Nein. Okay. Ja, also ich finde ja. Schon, ich finde schon, man sah da, da schwingt was, das sah man schon. Also ich bin der Meinung, dass da irgendwo da oben saß einer mit, oder sitzt vielleicht heute noch oder fliegt darum, mit Fäden in der Hand. Und der hat mal runtergeschaut und hat gesagt, Moment mal, diese zwei Fäden, die müssen wir zusammenführen, weil diese Menschen, die sind einfach füreinander bestimmt. Und das waren wir, bis er in meinem Arm bewusstlos wurde. War Ihnen das wirklich klar? Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrungen gesammelt. Aber Sie waren eben ja beide auch verheiratet. Er ja. auch mit der Schauspielerin Ingrid van Bergen. Die hatten auch schon eine kleine Tochter. Ja. War Ihnen trotzdem klar, Sie gehen diesen Weg, um zueinander also zu kommen? Zunächst war das natürlich, dass er verheiratet war. Ich war schon, hatte auch schon, naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich war nicht ganz so toll. Also schon, ich war nur ganz kurz verheiratet und ich war auch noch zu jung. Aber es hat, war eine Belastung zu wissen, da ist ein Kind. Und ich weiß, es gab eine Unterhaltung, nachdem die Serie fertig war. Da habe ich ihm gesagt, du musst es noch mal versuchen. Das ist eine Verantwortung, das können wir jetzt nicht einfach so aufs Spiel setzen. Fahr noch mal nach Hause, versuch es noch mal. Und viel später hat er mir gesagt, dieser Satz war ausschlaggebend, dass er drei Tage später vor der Tür stand. Und dann ging es nicht anders, dann mussten wir zusammenbleiben. Ja, warum hat er die anderen nicht behalten können? Das hätte die andere nicht mitgemacht. Das hätte die andere nicht mitgemacht. Warum? Aus Zwängen der Gesellschaft oder was? Ja. Die können doch nicht ad hoc sagen, ich liebe mich jetzt nicht mehr. Nur weil eine neue dazu kommt, die auch da reinpasst. Ja, also ich bin jetzt nicht diejenige gewesen, die die Ehe kaputt gemacht hat. Nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Aber ich sage, warum ist die, warum musst du das weggehen? Also das ist ja eine interessante Frage, weil prinzipiell wäre das ja für alle möglich. Und die interessante Frage ist, warum so viele nicht? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es ein bisschen kompliziert ist. Ja, nee, das, also ich glaube es nicht. Ich glaube, das hätte mein Mann auf keinen Fall gemacht, weil ich war die 68erin, er war, also der ist in England zur Schule gegangen, also der war dann schon ein bisschen anders und der wollte, dass alles so schön auch seine Regeln, geregelt ist und alles. Und ja, also enorm. Ich habe gedacht, ich will nie im Leben heiraten. Das war er auch, ich wollte auch nie heiraten. Wenn Sie das mit der 68erin so ansprechen, wie wichtig war Ihnen denn Treue in der Beziehung? Ja, Treue schon, also denke ich schon. Wir waren auch eifersüchtig. Aber wie gesagt, wenn man so wie wir manchmal ja, längere Zeit mal getrennt waren, weil er sehr viel auch im Ausland gedreht hat, dann wollte ich das gar nicht wissen. Also dann hätte ich auch nie etwas dagegen gehabt, weil es gibt ja einfach Dinge, die man hinnehmen muss. Es gibt Untreue, die aber nichts mit Liebe zu tun hat. Und deswegen wollte ich das auch gar nicht wissen. Und wir sind, ja, das ging dann schon alles ganz gut. Wir haben uns manchmal wehgetan und haben hinterher zusammengeheult und haben gesagt, wie blöd sind wir? Warum wollen wir diese wunderbare Beziehung aufs Spiel setzen wegen so etwas? Und ich kann nur sagen, je länger wir verheiratet waren, desto intensiver wurde die Liebe, auch die körperliche. Wie wichtig ist da bin ich jetzt mal ein gutes Beispiel dafür. Ja, es geht mir auch so. Bitte was? Wie wichtig ist es Ihnen, die Einzige zu sein? Wie wichtig ist es Ihnen? Die Einzige. Mhm. Oder ist das auch so wie Sie, man redet dann darüber, es passiert? Also das passiert halt, dass ich die Einzige bin. Aber das ist jetzt keine Bibel. Das wäre auch falsch, weil da sind wir dann wieder bei dem Verlogenen, wo was nicht stimmt. Und wenn einer fremd geht, dann hat das auch was mit der Beziehung zu tun, vielleicht. Es muss nichts mit Liebe zu tun haben. Sie nicht auch, Herr Bauer? Ganz sicher. Ja, ganz sicher, ja. Und deswegen wollten wir das ja nie. Nicht? Wir haben uns, wir sind einander treu und ehrlich und offen zwar und versuchen uns innerhalb der Ehe unsere Wünsche zu erfüllen. Ohne dass jemand innerhalb enttäuscht der Ehe fremd zu gehen. Na, fremd zu gehen, sag ich nicht. Welche Frau bist du denn heute? Sie ist, sind das Publikum. Beide. Dann wissen Sie. Ist es auch dann wichtig, wenn diese Dinge passieren und wenn da auch mal Emotion ist, dass man eben, Sie haben das schon angedeutet, den Gesprächsfaden auch dann nicht abreißen lässt, sondern... Ja, aber man muss nicht unbedingt jetzt die Geschichten sich wechselseitig komplett erzählen. Ja, ja.
Es genügt, was Sie wunderbar gemacht haben. Es kümmert mich nicht, was da passiert, wenn der andere weg ist. Wenn es eine Bedeutung hätte, das kann ja passieren, dann ist es okay, dann muss es auch so sein. Dann, jeder Mensch kann sich plötzlich mal verlieben in jemanden anderen, in jemand anderen und die Ehe ist kaputt oder der geht weg. Das kann ja passieren, aber bei uns ist es halt nicht passiert, weil wir einfach, ich glaube, so eine große Liebe gibt es selten. Wir haben von Ihnen gehört, dass Sie sehr nah beieinander gelebt haben, weil Sie auch schwierige Zeiten durchstehen mussten. Ja. Sie sind jetzt Schauspielerin. Wie sah das mit Ihnen aus, mit der Distanz? Deswegen sind wir auch wahrscheinlich so lange eben so extrem glücklich gewesen, weil wir, auch jeder hatte seinen eigenen Freiraum, weil wir eben getrennt auch gearbeitet haben manchmal. Er war viel weg damit. Wir hatten aber eine Regel, dass wir alle 14 Tage uns wenigstens sehen müssen, wenn wir mal woanders gedreht haben. Und da haben wir dann unsere Kinderchen mitgenommen und für die war das Köstlichste. Die kennen viele Hotels Deutschlands und Englands, weil sie das ganz toll fanden. Ja. Wir dürfen jetzt besuchen wir den Papi und dürfen wir wieder im Hotel sein. Sagt man ja oft Nähe und Distanz. Ist das der Schlüssel da, die Mischung zu finden, Herr Schmidt? Ja, das scheint mir zu sein. Aber Sie sind ein Beispiel dafür, dass es auch mit Nähe geht. Ja. Wie gesagt, Liebe ist totipotent, Liebe kann alles. Aber die Regel wird doch wohl eher sein, dass auch da eine Schaukel da ist. Eine Schaukel zwischen Nähe und dann auch wieder Distanz. Schaukel zwischen Einssein und auch wieder getrennt sein. Schaukel sich mit dem anderen zu befassen und dann wieder sich mit sich selbst zu befassen. Und sich für sich selber Dinge in sich zu klären, um dem anderen wieder einigermaßen klar gegenübertreten zu können. Und ich glaube, auch heutzutage ist es so, wenn die Leute, die sind ja auch länger Single, ja, und man entwickelt ja auch gewisse Eigenheiten, oder man ist dann halt, ich glaube, ich habe eine Bekannte, die ist zusammengezogen, also zusammenziehen ist immer ein guter Katalysator, ne? Also ob das passt oder nicht, aber es ist dann auch wieder eine Willensfrage, aber die haben wirklich in ihrer Wohnung Bereiche, da geht der andere nicht rein. Also da macht er die Tür zu und sagt, ich möchte jetzt nicht reden. Und das, genau. Und ich glaube, das kriegen viele nicht hin so richtig. Ne? Also dann hockt man vielleicht auch zu sehr aufeinander oder man geht sich auf die Nerven. Also diese Freiräume, das ist immer super, dieses Schaukeln, dieses Einpegeln. Ne? Das ist ein schönes. Sie waren über 40 Jahre so innig zusammen, innigst, wie Sie es gesagt haben. Den 41. Hochzeitstag haben wir noch bei einem Golfturnier zusammen verbracht. Und dann kurz danach war es dann leider vorbei. Sie haben gerade gesagt, Sie haben zum ersten Mal ihn jetzt wieder im Film gesehen. Ich hoffe, dass wir Ihnen da nicht zu nah getreten sind. Umgekehrt einfach mal die Frage, haben Sie manchmal auch Sorge, dass Erinnerungen verblassen vielleicht mit den Jahren? Nein, das kann mir ja nicht genommen werden. Ich freue mich trotzdem, ich freue mich und ich kann es nicht anders sagen. Ich bin erfüllt davon. Ich habe auch, wenn ich ins Badezimmer komme, als erstes steht er da mit dem Bild und guckt mich an. Ach, alles in Ordnung. Also er ist bei Ihnen zu Hause auch präsent? Ja, sicher. Aber trotzdem weiß ich, dass er nie wieder hier sein wird, das ist mir schon ganz klar. Aber ich bin einfach dankbar. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Außerdem sind die Toten nie tot. Ja. Das, was lebt über den Tod hinaus, ist die Energie. Also ich habe die ganze Energie noch in mir. Also, nein, ich muss auch wirklich sagen, es gab auch eine Kollegin, die sagt, so lange seid ihr zusammen. Oh Gott, wie langweilig. Und da habe ich gesagt, nein, das kann nur jemand sagen, der eben die Erfahrung nicht hat. Aber dieses Gefühl. Ich kann nur sagen, die Körperlichkeit war auch so wahnsinnig stark. Deswegen kann es nie einen Mann geben, der die Rolle ersetzt. Ja, können Sie sich denn vorstellen, sich noch mal jetzt neu zu verlieben? Nee, das geht nicht. Das war ja eine Lebensliebe. Und ich spüre seinen muskulösen Körper und ich rieche noch das Parfum, das er hatte. Und da kann kein anderer Mann, das geht überhaupt nicht, nein. Nein, das ist, weiß ich, das ist kein Problem. Aber ich bin doch wunderbar, ich bin ja nicht alleine. Ich habe so viele Freunde, Kinder, Verwandte. Ist das ein... Ja. Ist das... Sie haben gesagt, Energie bleibt immer. Also trotzdem die Frage, denken Sie manchmal drüber nach, wie es wäre? Und Sie sind ja so eng miteinander, wenn einer von Ihnen mal nicht mehr ist. Und diesen Gedanken, den wollen wir
gar nicht denken. Das wäre für uns wirklich die einzige echte Katastrophe im Leben wahrscheinlich. Ja. Reden Sie? Das wollte ich eigentlich auch nicht erleben. Wir hatten auch noch die nächsten 15, 20 Jahre geplant. Aber ja. Reden Sie denn noch mit Ihrem Mann im Austausch? Ist er für Sie noch da? Nein, also das, ich rede nicht mit ihm. Nein, nein, das weiß ich schon. Das mache ich nicht. Wie die Liebe lange hält. Manchmal hält sie über den Tod hinaus. Und Sie haben ja gesagt, die Energie bleibt sowieso. Und ich glaube, wir haben hier viele kraftvolle Lieben gehabt hier in der Sendung mit den unterschiedlichsten Ausprägungen. Deshalb nochmal danke an die Gäste hier heute von uns allen. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann das Thema Arbeiten bis zum Umfallen. Gast dann Marie-Louise Marjan. Bis in einer Woche am nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal. Thank you.